Yo, was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start und damit willkommen zu einem weiteren Stream MW3 Zombies. Heute in dem Stream geht es in erster Linie, gerade jetzt in den ersten Stunden, in den ersten Games, um die HRM9. Denn die HRM9 spiele ich auch schon länger im Ranked tatsächlich und genau das gleiche Bild, fast gleich. Nutze ich jetzt hier auch im Zombie-Modus. Was ich verändert habe, ist, ich hatte eigentlich einen Unterlauf hier bei dieser Waffe, habe ich rausgenommen und stattdessen hohe Körnung. Das ist mein Waffenbild. Ich zeige euch jetzt mal in-game, wie es auf jeden Fall aussehen wird. Das wird auf jeden Fall richtig gut aussehen und ich hoffe jetzt gerade 10 Minuten noch. Okay, ja, ist nicht schlimm. Dann gehe ich einfach nur mit Pub 2 rein, gebe ich mich damit zufrieden und gut ist. Dann kann ich Cheech erstmal voll looten. Und ja, dann mal schauen. Yo, Moinsen Dragon, grüß dich. Und Moinsen Mr. Nice Guy, hallo. Moin Volker, Kavendelgeist, Atze Chris, Moritz, grüß dich. Hi, Chapina. Und alle anderen, die auch noch am Start sind. Ja, ich bin mal gespannt. Also, euch wird diese Waffe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefallen. Denn wir haben mit dieser Waffe einen wirklich sehr, sehr hohen Schaden. Und die Mobilität, dadurch, dass es ja eine MP ist, ist auch überragend. Jetzt habe ich nimmer leeres Magazin dabei. Ich muss sagen, ohne nimmer leeres Magazin hat es auch Spaß gemacht, mit der Waffe zu spielen. Mit nimmer leeres Magazin, da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Moin Justice, grüß dich. Ja, genau. Und ich guck mal, danach war ich noch am Überlegen, euch einmal zu zeigen, was PUBG 4, wie das funktioniert und nicht nur, wie es funktioniert, sondern dann testen wir auch mal, wie der Schaden so ist. Ich weiß es noch nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Mal schauen. Moin Frank, moin Patrick. Du bist mit allen Sturmgewehren fast durch. Nur noch die Umbau-Kits. Okay. Ja. Ich habe heute die KV Broadside mit dem Umbau-Kit gespielt. Ich wollte eigentlich dazu ein Video machen, beziehungsweise live gehen, also mit dieser Waffe starten. Hab mich dann schnell umentschieden, denn im Waffenschießstand war die Waffe wirklich sehr, sehr gut gegen drei Plattenwesten. Natürlich testet man das ja eher gegen Operator, nicht gegen Zombies, logischerweise. Und ja, dann bin ich in Zombie-Modus reingegangen mit epischen Ether-Werkzeug und ich glaube PUBG 2, PUBG 3 hatte ich am Ende auch natürlich. Ja, die Waffe ist total beschissen. Kann ich leider keinem empfehlen, ey. Richtig blöd. Das war wirklich eine richtig verschwendete Runde, leider. Aber ja, kommt halt vor, ne? Dass man Waffen testet und das dann komplett im Bach runtergeht. Moin Vagabond, grüß dich. Also ich war wirklich von dem Umbau-Kit sehr enttäuscht von der KV Broadside. Ich dachte, da kommt echt mehr. Müsste ich eigentlich mal im Ranked-Modus mal probieren. Wie es da mit der Waffe ist. So, 550 Schuss. Jo. Ist gut soweit. Passt. Hier habe ich auch direkt ein Auto. Sehr schön. Moin Lord Rabbix. Grüß dich. Hallo TP Fionas. Moin Smokey. Soll ich dir eine Empfehlung geben? Schreib mir das. Weil sonst werde ich wieder hier, komme ich wieder ganz durcheinander und dann habe ich keinen Fokus mehr auf das, was ich machen wollte, wenn wir uns jetzt noch über andere Dinge jetzt, also über Waffen und sowas unterhalten. Denn ich habe hier und da auch schon welche wieder getestet. Ja. Also ich muss sagen, momentan gibt es nicht so die, also nichts sowas wie der Flammenwerfer. Das wäre natürlich cool, wenn man sowas ne, entdeckt. Aber aktuell ist da, glaube ich, nicht so viel zu holen. Moin Mensch, grüß dich. So. Ja, ich gehe mal. Achso, warte mal. Ja, Moment. Gar kein Risiko großartig eingehen. Ich brauche ein Söldnerlager oder ein Shop. Ein Shop reicht auch aus. Nee, gar nicht wahr. Mit Cheech habe ich ja. Ja, scheiße. Okay, gut. Dann brauche ich doch ein Söldnerlager. Da unten gegenüber ist direkt eine Festung. Perfekt. Dann loote ich erstmal. Hund habe ich auch noch dabei. Ich habe kein Selfie. Hund muss ich gleich auf jeden Fall aktivieren. Nicht, dass ich verrecke und ja, wäre ein bisschen blöd. Auch dass der Ping jetzt schon wieder weg ist, aber hier ist ein Riss. Nutze ich mal direkt. So, wo war das? Das war direkt hier vorne irgendwo. Ja. Aha, ja. Moin Orbien. Ich war schon wo. Nee.
Ah, ich habe ja nicht mehr leeres. Ich kann schon wieder nachladen. Goldene Platten wären natürlich auch noch optimal noch. So zusätzlich. Ja. Ne? Geile Waffe. Was soll ich dazu sagen? Ja, warte mal. Erstmal ein paar Platten hier noch einsammeln. Bevor es an die Kiste geht. Jo, jo, Muni habe ich voll. Sehr schön. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit, logischerweise. Perfekt. Das machen wir noch hier kaputt. Damit jeder andere hier keinen Stress hat. Und ja, hier ist ein Äther. Hier ist ein Riss, aber kann ich ihn hier nutzen. Beziehungsweise überflüssig zu nutzen, denn die Festung ist genau gegenüber. Mit der Waffe den Wurm machen, ja, kann ich gerne machen. Jetzt zum Schluss noch, auf jeden Fall. Moin Herbie. Ja, Moritz, als ob. Ja, was hast du denn erzählt? Ja, ich kenne so einen Typen mit langem Bart. Der spielt eigentlich nur die ganze Zeit. Zombie-Modus. Ah, ich fühle mich geschmeichelt. Wenn so sein sollte, auf jeden Fall. So, schnell aufmachen, bevor die Aufklärer kommen. Ich sollte vielleicht meinen Hund mal aktivieren. Genau deswegen. Moin Dunkelwald, grüß dich Ingo. Über Discord, sauber. Schau ich mir gleich mal an. Aber nachher. Wieder ein Rucksack. Oh, ich habe keine Perks drin, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Das sind so Kleinigkeiten, die man immer wieder mit berücksichtigen muss, weil ansonsten, ja, ne? Warte mal, jetzt muss ich kurz den Twitch-Chat mal höher machen. So, jetzt. Warte mal, was habe ich gesagt? Willst du? Ja, genau. Ich habe gesagt, ja, kann ich auf jeden Fall machen. Also ich habe ja sowieso, sag ich mal, jetzt gerade nichts zu tun. Und die HRM9, die kann man natürlich ausgiebig testen. Und das kann ich natürlich auch beim Roten Wurm machen und anschließend T4. Vielleicht kriege ich ja noch einen Versänger oder sowas, wer weiß. Dann kann ich in einer Runde alles machen. Irgendwas Goldenes war doch gerade hier, ne? Okay. Hier ist aber noch was. So, Platten nehmen wir auch noch mit. So. Und das ist die HRM9. Direkt mal in Zone 3, ne? Also mit Pub 2 sollte das gehen. Wobei, das ist bei mir mit meinem Account. Ich müsste eigentlich mit meinem zweiten Account streamen, weil da ist keine Sau dann in der Zone, ne? Keine Sau, ehrlich. Wenn ich mit diesem Account reingehe, das ist so übertrieben einfach nur. Weiß ich nicht. Moin, TA, grüß dich. Hallo, Cedric. Explosiv habe ich, nehme ich aber trotzdem nochmal mit. Oh, das. Ah. Wie gesagt, keine Perks und sowas. Nee, ich muss erstmal in Zone zweimal hier erstmal Aufträge in Ruhe. Zumal ich sowieso ja den roten Wurm machen möchte, dann muss ich mich sowieso richtig vorbereiten. Und das macht keinen Sinn dann hier auf das Geschwitze, zumal ich keine Aufträge hier bekomme. Das ist sowieso, ja, blöd. Ja, Moritz, Let's Play werde ich sehr wahrscheinlich einstellen. Ich bin so gut wie durch eigentlich ja mit dem Account, ne? Ich glaube, dann würden tatsächlich nur noch ein... Also, fortsetzen glaube ich nicht. Da bin ich leider... Kam ich zu spät, glaube ich, auf den Trichter damit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das überhaupt wirklich weitermachen werde. Mal schauen. Cedric, mir geht's gut. Wie geht's dir? Da waren nur 4 Leute in der roten Zone. Ey, solche... Moin, Absorios. Ja, solche Zonen hätte ich auch mal gerne. Schreiben ja immer wieder viele. Ja, bei mir sieht's nicht so aus. Bei mir sieht's immer so aus. So, also, ne, Pub
zwei hier in der Zone. Richtig geil, das schmeckt richtig. Ja, pass auf, der nimmt jetzt auch einen Auftrag weg. Habe ich recht? Ja, dann nehme ich mir die Karre wenigstens. Ja, ich nehme das Auto, beziehungsweise hier ist ein LKW, dann nehme ich mir einen LKW. Moin, Brock, danke dir. Ja, ne. Ach, warte mal, Auftrag kann ich doch nehmen. Wollte er nicht nehmen. Sehr schön. Ja. Lange nicht mehr Aufträge hier in so Runde 2 gemacht, muss ich sagen. Also, wenn, dann mache ich nur wirklich minimal ein paar Aufträge. Namen Fitzi. Moin, Mockingbird. So. Ja, meine, ich habe gehört, also ich habe das so mitbekommen, meine Tastatur ist übelst laut, ne? Rumsbums aus, danke dir für deine Subs. Und das ist original die falsche Garage. Ja, deswegen spiele ich gerade Cheech. Ne, wisst ihr Bescheid. Ne, nochmal danke für deinen Sub. Du bist immer der Einzige, die, ey. Ey, krass. Ja, muss ja mal die Lobby mal hosten. Moin, Bugs Bunny. Und ja, erstmal Namensrumsbums aus. Ja, was geht, ne? Was soll gehen? Zombies. Die HRM9 hier ausgiebig testen. Die auch im Ranked richtig gut ist. Meiner Meinung nach. Namens Michael. So. Erste Mission. Wow. Perfekt. Yo. So, Todes-Akiri. Sehr schön. Ja. Läuft. Was haben wir noch hier? Ein Durchhalteauftrag. Aber, nee. Den will ich nicht. Nehmen wir hier wieder Lieferauftrag. Einmal rumfahren. Kanal, heute streame ich ein bisschen länger. Also ich bin da. Nach Mitternacht auf jeden Fall bin ich noch da. LB Moritz, sehr schön, sauber. Gefällt mir, danke. Da fühlt man sich doch geschmeichelt. Na. Na, ich wollte die Platte nehmen. Namen Justin. Ja, die ist immer noch stark. Also die HRM9, die habe ich eigentlich die ganze Zeit so schon gehabt. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Munition tatsächlich. Ala hatte mir das nämlich geschickt und dann habe ich mir gedacht, okay, schaue ich mir mal an. Und habe dann gemerkt, warte mal, das sind nur zwei Aufsätze, die ich da tauschen muss. Oder zwei Aufsätze. Nee, oder zwei? Nee, ein Aufsatz, genau, ein Aufsatz. Und ja, das war im Prinzip Unterlauf weg, Munition drauf, bumm. Dunkelwald, danke dir für die Spende. Stream Elements ist leider noch am Schlafen, aber Bubble Kurva sollte gleich kommen. Ne, die HRM9, die ist, also TA, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Also ich finde die richtig, also gegen alles hier gut. Brühlmücke, einen wunderschönen guten Abend. Ja, lange nichts von dir gehört. Ich finde, also die HRM9, die ist wieder gut. Ist mal, also meiner Meinung nach. Die war mal genervt, glaube ich. Also die war auf jeden Fall mal schwächer und jetzt ist sie auf jeden Fall wieder da. Moin Gamer. Komm, gib mir doch mal was Gutes, ey. So einen großen Rucksack oder sowas wäre schon cool. Man bekommt hier so wenig Kohle. Komm, ich will... Kurva! Ja, Pirdo, lecke bitte! Anonymous, danke dir für die Spende. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke dir. Ich habe mich gerade gewundert. Warte mal, Weihnachtsbild? Ich glaube, das muss ich mal wieder. Ja, wobei, nee, das ist eigentlich ganz cool. Mit dem weißen Bart. Der, wie kann man es nennen? Der Nikolaus Beard? Der Nico Beard? Ja, da fällt mir nichts ein jetzt gerade, was sich gut anhört. So.
Meins ist auf Speed gebaut. Okay. Also, wie meinst du auf Speed? Was meinst du damit? Also, bei mir ist das auch alles super schnell, ne? Also, Klappschaft ist drauf. Torn 90 Lauf. Hohe Körnung als Munition. Sem als Mündung. Und 50er Mac. Ja. Der Nikolong. Ja, der Nikolong. Das hört sich gut an. Ja, ja, Brummöcke. Ja, fühle ich. Ich gehe momentan auch voll viel arbeiten. Dann Haus und dies und das und jenes alles. Ist momentan auch wirklich sehr viel bei mir. Ja. Also, deswegen. Ich fühle mit. Ja. Aber diesen Abend haben sie mit einem, genau, gebufft. Kam ja wieder ein Patch raus, ne? Muni drauf, schaut ehrlich aus wie die Grau von früher. Ja, stimmt, ne? Aber wie gesagt, gleich mit 2 und 3 wird das easy werden. Also man hat selbst mit manchen Waffen hier in Zone 2, merkst du das dann, das Papp 2 manchmal so, okay. Aber hier ist das ja, ist ja fast One-Hit. Komm, 30% noch, dass das immer so lange dauern muss. Ja, mein Hund macht halt alles, ne? Deswegen kommt auch nichts. Wie es mit dem Haus vorangeht, momentan ganz, ganz gut eigentlich. Da müssen halt die großen Möbel noch rüber geschlört werden und unten muss halt noch alles fertig gemacht werden. Mein Gaming-Bereich zum Beispiel noch nichts fertig. Na, Mido! So, endlich. Ja. Eine Mission noch. Ne, Sporen will ich nicht machen. Ich mach nochmal einen Lieferauftrag. Eigentlich müsste ich im Third Person spielen. Mit dem Skin. Dann brauche ich noch einen T4. Ne, warte mal, ich brauche noch alle USB-Sticks, ne? Wow. Das wird gleich alles ein bisschen anstrengend werden noch. Stimmt. Da war ja noch was. Da wollte ich ja noch was machen. Ich will mir aber jetzt gleich noch einen Holy gönnen. Boah, Leute, ich darf euch leider gar nicht viel erzählen, ne? Aber Holy bringt etwas richtig Geiles aus. Bringt etwas richtig Geiles raus. Denkt auf jeden Fall dabei an mich. Denkt an Longbeard. Rabattcode Longbeard, weil das werden sich die meisten gönnen, definitiv. Also selbst ich, sobald das rauskommt, kaufen. Kein Wenn und Aber. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ja, Roter Wurm alleine, Papa Schatzi. Ach, die kam von dir, Michael. Okay, weil er anonymer stand. Danke dir, vielen, vielen Dank. Ich habe Cheech als Skin. Kennst du? Cheech and Chong? Code 45 and 266. Baby, that's how we need. We go to the park after dark. Smoke that tumbleweed. And as a mobile burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Start hit the bomb like Cheech and Chong. So roll my joint. Pick up to see the Sims. Ja. Ja, danke. Gut, das war jetzt gerade Afro Man. Afro Man.
Ja, sieht so geil aus. Ich feiere es. Machen wir oben nochmal ein Waffenversteck. Das ist komisch so zu spielen. Ach komm, da ist noch ein Lieferauftrag. Mach ich nochmal. Demnächst, Drang, demnächst. Dirk, das ist die HRM9. Auf dem Bauplan zeige ich nochmal nach der Runde. Du lässt es sich ja noch geiler spielen. Also doch irgendwie, weiß ich nicht, das hat was. Also mit dem Skin gefällt mir das gerade. Moin, Georg Khalifa, grüß dich. Ein toller Zombie ist ein guter Zombie. Ich freue mich, wenn ich jetzt mal in die rote Zone endlich kann. Oh, nee, ey, ich werde da keinen Auftrag bekommen. Ich muss mich da irgendwem anschließen. Zumal ich muss ja noch ein bisschen Kohle sammeln für Perks. Aber irgendwie kriege ich gar keine Perks raus. Warum auch immer. Großer Rucksack. Jawohl. So. Ab in Zone 3. Los geht's. Was? Bei dir liegt Schnee? Nee, bei uns nicht. Das Wetter ist okay. Nicht perfekt, okay. Namens Pier. Akita. Oh, wie fahre ich denn jetzt? Moin, Buck. Musst du bei dir? Samstag geht's wieder los für Zocken, mit Zocken. Ja, bei mir, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich nicht am Start, leider. Ich muss mal wieder arbeiten. Nachtschicht. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Warte mal. Ja. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Da fahre ich einmal hier außen rum. Namen Kampfi. Moin, Herr Trickser. Ah, komm ich? Ja, komm ich. In den LTV geht das natürlich. Was ist das denn für ein Bug schon wieder hier? Ah, nein, muss ich eskortieren machen, ehrlich? Ja, komm. Moin, Markus. Ja, Halbzeit. Ja, Halbzeit. Nein, nein. Danke. Wenigstens etwas. Aber das kann ich nur in First Person machen. Ich glaube, anders kann ich das nicht machen. Jetzt kommt es mir auch alles wieder schneller vor. Warum auch immer. HRM9, Pier. Guckt euch den, also, wer hat das jetzt gerade, TA, warst du das? Hast du geschrieben? Nee, nützt nichts. Die Waffe? Ich finde, die macht schon guten Schaden, ja. Ich habe einen Perk drin, Todesdakiri. Ja, gut, das ist das, was so entscheidend ist halt, ne. Aber, Junge. Ja, jetzt haben wir einen Deadbolt aktiv, okay. Ja. Toll. Aber HLZ gucken wir mal, also, beziehungsweise nicht HLZ, sondern Elite.
Die haben die ja allgemein sowieso schon gebufft, die Elite-Zombies. Ich meine, da hilft jetzt einer gerade mit, blöderweise. Aber... ja. Geht trotzdem ganz gut. Schaden ist perfekt. Na, ein Chaos, grüß dich. Mambo. Mambo Number 5. Will noch einer was sagen? Will noch irgendwer was sagen? Also ist total, also einfach, ne? Wenn ich überlege, 73% ACV, ich habe ja schon zig ACV-Aufträge gemacht mit so vielen verschiedenen Waffen. Und ich muss sagen, die HRM9, klar, gegen hier Elite-Zombies nicht so stark, aber ja, wobei, kann man sich jetzt auch nicht so sehr beschweren, finde ich. Jetzt habe ich nur noch 17 Schuss, darüber könnte ich mich jetzt beschweren. Aber ich habe noch ein Dingens ready. Ja, moin, wer ist denn da hinten? Eine ganze Armada. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass sie alle jetzt auf mich zukommen. Was war das denn jetzt für ein Hint? Ja, ich habe Mund, alles gut. Brauche nichts machen. ACV überlebt auch. Ganz easy. Jo, danke dir. Ein Dr. Nito oder sowas. Fällt mir gerade auf. Warten wir kurz nochmal auf den Hund. Ja, klar, gut, aber ja, unendlich Muni. Ich habe aber die Runde davor ohne unendlich Muni gespielt. Das habe ich ja vorhin schon zu Beginn einmal gesagt. Und da muss ich sagen, war es gut. Also das hat sogar noch mehr Spaß gemacht, weil ich ja dann immer wieder nachladen musste halt, ne? Ah, korrekt. Danke. Noch besser. Oh, ja. Nämlich. Ja, genau, und unendlich Muni ist das auch nicht. Sondern nimm mal leeres, ne? Aber ich glaube, das ist auch das, was du meinst, ne? Okay. Ja. Da haben wir einen Shop. Da ist Wunderfiss. Ja, ich kriege aber keinen Rabatt. Also, ich auf jeden Fall. Ganz entspannt. Na, Paul, grüß dich. Hab vorhin in Zone 3 HZ-Aufgaben gemacht zum Waffentesten. Konnte ich aber komplett vergessen, bevor ich ankam. Wurde er schon platt gemacht. So. Kann ich mir noch holen? Welchen hole ich mir? Rip. Nee, schneller laufen. Stehvermögen. So. Was soll ich ausprobieren? Die Well 46 ISO 45. Noch besser sollen sie sein. Okay. Mal ausprobieren.
Offiziell tatsächlich, es soll die HRM-Meta sein. Aber wenn ich jetzt schon lese, Welle 46 kann auch gut sein, auf jeden Fall. Und die ISO 45, da kann ich mir das ist schwer vorzustellen. So. Tja, ich kriege keinen Auftrag, ne? Spawnkontrolle kriege ich nur. Nichts anderes. Ja, machen wir mal. USB-Sticks brauche ich auch noch. Brauchst du einiges. Muss ich mal. Jetzt. Warte mal, ich mache jetzt diesen Auftrag und dann. Boah, dann muss ich. Wie mache ich das am besten? Guck mal, kann man gerade mit dem Sänger da an. Ja, komm, dann kriege ich ein paar mehr Aufträge ab. Ja, sehr schön. Der ist uns doch jetzt nicht beigetreten, oder? Ja, doch, der ist gut, der ist gut. Der hat vorne allein den. Ja. Aber der hat mir jetzt den Auftrag vorher weggeklaut, Alter. So. Ja, sorry. Ey, du sprichst Deutsch? Ja, sehr. Wie, kennt ihr mich nicht? Aha, okay. Das gibt es nicht. Ah, doch, dein Name sagt mir was. Ich hab da gar nicht drauf geachtet gerade. Ja, scheiße, jetzt gibt's wieder keinen Contract. Doch, da oben. Überfliegen. Das ist immer schön, auf Deutsche zu treffen. Da oben ist ein Auftrag. Ja, ich hab keine Besänger. Ja, aber nice. Endlich mal, wer gleichgesinnt ist. Ich wollte eigentlich gerade alleine den roten Wurm auch noch machen. Wollt ihr den noch machen? Oder geht ihr gleich raus? Hast du USB? Und wir wollen Ether rein. Nee, noch nicht. Ether wollte ich danach. Also nach dem roten Wurm. Ja, dann kümmere dich mal um die Sticks. Also ich wäre beim Wurm dabei, so per se. Haben wir einen Stürm? Mir ist egal. Wir haben einen Stürm, der ist im Footballfeld. Kann man machen. Auf jeden Fall. Dann schaue ich mal, wo die USB sind. Und es ist das Deadbolt-Geschütz im Dings, Alter, am Footballfeld. Lass deine Einsätze da. Ich habe 5 Einsätze mit. Ich habe auch 2. Moin, Bean. Auf kleine Geschütze. Boah, das ist so. Also, das hatte ich am Wochenende mal. Ja, aber hat irgendwer gesagt, dass er die USBs hat? Ja, die hole ich jetzt. Achso, okay. Ich höre doch nicht zu. Ich merke das schon. Hey, ich könnte jetzt echt noch so eine Packung Pommes vertragen wie vorhin, die waren geil. Gehen wir mal mit dem Wurm, wir gewinnen Tier 5 und dann. Mach ich eine Runde Bubu. Wobei, wenn ich so ich früh schon ungefähr aufstehe, auch. Dann bin ich heute Nacht wahrscheinlich wieder online. Nur Müll. Obwohl, ich bin zufrieden. Ich habe einen Dreier-Punch gekriegt, ich habe ein legendäres Tool gekriegt, bin zufrieden. Beim Pack-a-Punch oben auf dem Dach, da ist ein USB-Stick. Okay. Ja, ich kann ihn mitnehmen. Voll. Nee, bin ich voll, hab noch Platz. Ha. Mach die Cargo. Zone 2, hier oben. Ja, und ich hol beim Pack-a-Punch. Und hat da oben rechts, okay. Ja. Wer ist denn bei? Was ich von der neuen MP halte, FJX. Bye. Ja, zu der FJX habe ich ja schon Videos gemacht im Zombie-Modus. Du bist 6, bye. Ist eine gute Waffe, also. Nee, ich kann mich nicht beschweren, aber das ist schon Tage her, seitdem ich das Video rausgebracht habe zu FJX. Moin, Steve. Nämlich erster da, weil er nicht mit dem Falschen holen kann. Hab ihn. Und dann hole ich jetzt den USB-Stick, ihr könnt den Cargo machen. So. Gut. Dann. Was war das denn jetzt? Nö, beim Punch ist keine Antenne. Ah, bei mir ist einer im Discord oder was? Nee, das kann gar nicht sein. Ich glaube, du meinst das andere große Haus. Sisiuk, danke für dein Follow. Ich glaube, das ist es, oder? Nee. Hallo, langer Bart? Ja, was denn? Ich glaube, du hast dich vertan. Ich glaube, der ist hier.
Ich war eben oben auf dem Punch drauf, da ist nichts. Da ist nichts. Okay, ja, dann kann das auch der sein. Ja, dann habe ich mich vertan, sorry. Nö, alles gut. Dafür habe ich den Cargo auf Punch gekriegt. So, habe ich den Stick jetzt genommen? Habe ich den Stick jetzt genommen? Konsolidierungseffekte. Warte mal. Wenn ich hier oben bin, dann bleibe ich doch hier oben. Habe ich genommen. Okay, danke. Ja, der ist hier oben drauf. Ja, hier ist er. Ja, warte mal. Ja, moin, Aimbot wieder am Start. Ja, ja, ich habe noch Platz. Langer Wart. Ja, das ist halt die deutsche Übersetzung. Was kommt da? Ja, moin, Anker, moin, ja. Jo, boah, auf jeden Fall ein Auto. Aber wo kommt er? Hier. Wollen wir da noch in die Lobby fragen, ob einer Bock auf den roten Wurm hat? Ja, natürlich. Ist das dein Ernst? Obwohl, ich kann ja jetzt vorher aufhören zu spielen, weil ich gleich die Aufgabe ist fertig. Internet sagt nö. Ja, das ist mies. Moin, Audi-Lettentreter, grüß dich. Ja, ich hab noch eine Hirnfalle dabei. Ne, ja, ich hab eine gefunden. Ist gut. Ja, Internet ist auch so eine Sache, ey. Muss ich mich auch jetzt drum kümmern, damit ich Maus Internet habe. Ich wollte gerade sagen, ich bin eine starke, unabhängige Frau. Ja, genau. Und die Frau, ne, das habe ich so oft schon gehört. Dann frag mal, was willst du heute Abend essen? Ich weiß nicht. Ja, Mann. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Was willst du essen? Ich weiß nicht. Sie ist mal dasselbe, auch meine Freundin. Ne? Wenn die Hunger hat, dann ist die echt teilweise unaushaltbar. Das sind die alle. Da kommt wieder der Naturinstinkt, der... Wenn ich Hunger hab, dann bin ich wie immer. Ja, scheiße. Dann esse ich was, dann ist gut. Und ich weiß dann auch immer ziemlich schnell, worauf ich Bock hab. Ja, Hauptsache, was schmeckt. Ist so, Hauptsache, es schmeckt. Ist auch schön, unterhalten mal, ne? Also unterhalten zu werden, finde ich gut. Nee, Paul, ich kann nicht einfach irgendwas nehmen. Bei uns sind nur bestimmte Leitungen. Und, ja, ich bräuchte entweder einen Gigacube oder ich muss halt mit Eon einen Vertrag eingehen. Ich glaube, ich droppe auch gleich meinen Zweier-Punch. Den nehme ich nicht mit. Ey, nehme ich doch mit, Kollege. Boro! Alter, echt jetzt? Der fährt mir wirklich vor der Nase weg? Okay, jetzt hat er gewartet. Ja, der Boro ist auch so einer, der krabbelt die meiste Zeit hier auf dem Boden rum. Der ist wie so, das ist ja sein Name, Bodenrollen. Ja, Autofahren kann er auch nicht. Ich bin auf jeden Fall über Konsole, glaube ich. Was ist denn mit ihm? Warum fährt er jetzt zu euch, wo ihr den Auftrag holt? Was? Ist das LWL? Also LWL die Psychiatrie oder was? Der cleverste, der Typ. Aber hübsch. Das wage ich zu bezweifeln. Hm. Ah, ich bin ja schon hier, ne? Passt. Rohr, den Wurm soll ich ruhig ohne dich machen? Wieso wollt ihr mitmachen? Weil ich nichts mitbekommen. Hier ist irgendwo ein Jünger, der ihn heilt. Ja, das Ding ist halt, Paul, die Leitung, die dort verlegt ist, gehört Eon. Und, ja, also entweder will ich Glasfaser haben mit Eon oder irgendein Kackbild. Schön schnell, das geht, wenn wir zusammenarbeiten. Und nun?
Ja, Glasfaser, also, ja, mit LWR kann ja keine Sau was anfangen, ey. Noch nie gehört. Ja, Was? Sprichst du mit mir? Nee, okay, danke. Nee, nee. Nee, okay, danke. Nee, mach mal weiter und ja, unterhalte meinen Chat. Ist ganz gut, muss ich nicht so viel reden. Sehr gut. Ist das ein Twitch-Hero, ja? Streamst du? Ja, jetzt gerade ja. Ach, deswegen auch eben die Frage, wie ihr kennt mich nicht. Ja, das war jetzt zum Spaß, also. Ach so. So, ich dachte, manchmal trifft man ja die Leute, mit denen man hier gezockt hat, mal wieder. Ja, ich glaube, ich habe echt schon die eine oder andere Runde ihn zumindest mal in der Lobby gehabt, auf jeden Fall. So. Warte, Lichtwellenleiter. Ah ja, Ich habe moin. gehört, dass so junge Leute sowas machen. Also hier streamt. Ja, wie alt bist du denn? Alt. Hört sich jetzt aber nicht so alt an. Wenn es nach Espy geht, bin ich schon halb tot. Bist du ja auch. Danke. Ja, gerne. Penner. Du, hör mal. Du Weißt du, darfst mich man ist nicht nur so alt, wie diskriminieren, man mein sich Freund. fühlt. Bitte? Darfst mich nicht So wegen ist meines es. Alters, meiner sexuellen Orientierung, meiner Religion, meines Geschlechts oder sonstiges diskriminieren. Aber wegen deinem Aussehen. Moin, Das ist Sven. okay. Das ist okay, gell? Ja, sag mal, jetzt will ich wissen, wie alt du bist. Über 40. Ah, da kenne ich mehr. Ich kenne auch Ü50 Leute hier. Mit Also. denen ist es manchmal ganz lustig zu spielen. Ja, ist es Die auch. verstehen mich auch Also, meist, weil die die haben nicht auch so ein. Bro-Digger, Mashallah, Alter, sowas machen. Ja, Alhamdulillah. nee, wir haben auf dem Discord über 1000 Leute sind da drauf. Also, und viele sind auch eben älter. Also bei uns sind jetzt nicht so ganz junge Leute dabei, vereinzelt schon, aber nicht so viele. Alter, hast du mich gerade alt genannt? Ja. Ja, ich sag mal so, ich mit meinen 27. Ja, nee, alt bist du nicht. Nein, nein. Aber hey, das macht dich schon mal sympathisch, dass du nicht jeden Satz mit Bro, Digga, Alter und sowas beginnst und beendest. Das kommt nach unserer Generation. Das Ja. habe ich dir schon mal versucht zu erklären. Ja, ich benutze das manchmal Ich auch, weiß aber nicht. es liegt daran, weil ich das an dem Wir, Tag wahrscheinlich schon genau. so viel gehört habe. Da passt man sich irgendwie an. Ja, nee, es gibt halt. Es ist wirklich die Generation nach uns, die mit dem Scheiß so ist. Also. Ich mach's Das manchmal ist auch der aus Grund, warum 17 ich oder rein. Kopfhörer in der U-Bahn trage. Ansonsten falle ich vom Glauben ab und glaube nicht mehr an die Menschheit. Wie alt bist du denn, Espy? Ich bin ja jünger als du. Ja, guck. Aber sehr viel dümmer. Ist schon Oh wieder Mann. Escort, Quatsch, abliefern. Sehr gut. Ja, ich muss aber Also sagen, 3 Minuten, manche ich werde mich jetzt so Sachen, langsam, weil ich da kurz Fort verfalle ich habe, auch ruhig irgendwie machen. manchmal so zurück, ne? Weil ich das So, entweder den ganzen guys, Tag leave gehört the habe oder room. was weiß ich was. Ich sag manchmal auch immer so, No, ah, Diggi, don't was? go in the room. Oder Alter, sag ich My manchmal auch, wenn ich English wirklich is the sauer best. bin, dann My hau ich English auch very fucking permanent good, Alter raus, baby. aber ich stopp mich dann immer selber. So. Warte mal, der Kollege hier, der Pinke, ne, der Magic Tourismus oder wie er heißt, der hat gerade das Portal markiert. Ja, ich weiß, Also ich glaube, deswegen. müssen wir aufpassen, dass er uns nicht mehr rauszieht. Wir müssten ja bestätigen. Hey, wir sind Ja, zu dritt. aber. Stimmt, wir sind die Mehrheit. Demokratie rockt. Juhu. Viele brauchen wir denn? 4, ne? Brauchen wir 4 Stimmen? Ich glaube, er braucht Für vier. Weiß ich Nee, gar vier nicht. braucht er beim Sechser, glaube Ja. ich. Dicke LAN-Party bei mir. Schön Mal Tiski-Grill wieder und schnell als der Zacken. Haken. Ey, auf Hey. jeden Fall. Ach, schon wieder alles nur auf 1. So, warte mal, jetzt, Feuer. ich Ja, muss, ich muss. jetzt, also der Loot war am Anfang der Runde echt gut, aber jetzt wird's gerade ein bisschen dumm. So, also Gasmasken. Kommen wir Sind gut, rein. ne? Die beiden, finde ich auch. Gute Finde ich Idee, auch. Mann. Ich habe keine Gasmaske mehr. Die habe ich beim. Magic, no. No. No, wait. Don't. Geh mal zum Shop, ich brauch Gasmaske und den ganzen Schnodder. Ich mach mal noch kurz Durchhalteauftrag hier. Dann gehe ich noch zum Shop ganz entspannt. Boah, eigentlich, was war hier noch? Gar nichts großartig, ne?
Ich hoffe, ihr habt keine Zuschauer, fällt mir gerade so ein. Jetzt gerade 134. Ups. Ach ja, du hör mal. Ja, dann müssen wir mal unsere toxische Maskulinität. Nee. Die Leute, die feiern das, also schon ganz gut. Ja? Boah, Alter, Digga, wenn ich auspacke, dann ist. Digga. Hast du gerade Alter, Digga gesagt? Hast du lange gesagt? Direkt in Verbindung mit. Bist gleich Mute, Mann. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht alles gekauft, weil ich es nicht einsetzen mit habe. Ja, warte, wir können ein bisschen Siegel hab ich auch. Sag mal, Langbart, hast du auch Siegel? Ja, aber das Dreieck hier. Nein. Ja, das wollen wir nicht machen, also. Ja, braucht ihr die Baupläne oder was? Das Siegel. Nö. Hanni, gib mir das Siegel, ich hab den Scorcher. Ah, okay. Stimmt, du brauchst es ja sowieso. Du bist mein Wasserträger, so. Sklave. Ja. Meine Gefühle. Ich nehme zwei Einsätze. Ich weiß auch den Punch hier raus. Hier, Kind. Was soll ich mit dem scheißen Punch machen? Mein Schmeiß ist daneben. Du musst doch, ich wollte gerade sagen. Fahren, dann machen wir dritten und vierten. Ja, das B-Stick wegwerfen. Das ist noch eine Gasmaske. Ja, noch ein Sack. Ja, ich nehme einfach noch ein Geschütz mit und dann ist die Sache gut. Siege nehme ich trotzdem aus. Hallo, wir haben die Turrets da hinten. Ich muss jetzt langsam los, bin alt und ich muss zu Fuß gehen. Moin, Mr. Nice Guy, grüß dich. Hier gebe ich nochmal einen Schuss. Droh, Digga, Alter. Dir gebe ich nochmal ein legendäres Tool oder ein Dreierkristall oder. Ich kann mich mehr daran erinnern, dass du es jemals getan hast. Ich erinnere dich an heute früh, da hast du zwei legendäre und ein Dreierkristall. Hallo, ich bin alt, ich habe selektive Demenz. Ich weiß, Alzheimer. Mich echt ein bisschen beeilen. 208. Sturm ist ja weit weg. Aber so viel Glück wie ich jetzt habe, pass auf, jetzt ist ein Megabomb hier. Ja, moin. Hier über die Kraft laufen. Auf jeden Fall. Leute sind verwöhnt, wenn die Pub 2 einfach wegschmeißen. Eindeutig. Oh. Ja, moin. Warte mal. Der Kollege ist down. Ja, alles gut. Lass ihn liegen. Liegen tut's am besten. Aber wir haben auch einen Hund. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, pass mal auf, beim Boro zieh ich gleich mal mit, wie oft der down ist. Der war vorhin schon permanent down. Hat sich da am Boden rumgerollt. Ja, ich sag's doch, Bodenrolle. Ich würde gerne was am Shop kaufen, ne? Aber. Nein, das wollte ich nicht. Ich hab Beamhund, Mann. Ich hab Beamhund. Irgendwie lief er noch neben mir und dann ist er nach hinten geblieben worden. Ich warte kurz auf den Hund. Ja, er hat einen USB-Stick geholt. So, also ich wär da. Bin da, wer noch? So, geschützt. Lange Warte, der kriegt schon wieder auf den Boden rum. Ja, ich begutachte den Boden. Guck mal, du kannst so scheiße spielen und erfolgreich bei Twitch streamen. Ha? Na? Na? Sollte ich auch mal machen. Ja, genau. Hoppa. So, also ich habe das Geschütz schon für mich eingebaut. Mr. Nilsson, einen wunderschönen guten Abend. Ach fuck, geht ja gar nicht. Ich muss ja den blöden Dings da anmachen. Gib mir einen Stick. Na, dann, ja, ich habe eh nur zwei. Dann lass doch mal ein bisschen hin und her tauschen noch. Ja. Das hier dann mache ich eine Alpha. Ladung voll, nämlich. Was ist auch gleich mal voll? Charlie? Such Delta. Delta, der ist das ist meiner. Boro wollte mich mitnehmen. Das ist meiner. Scheiße. Wer hat denn jetzt schon Geschütz gesetzt? Ja, und vor allem so eng, das ist total dümmlich, hier so eng die Geschütze zu setzen. Sie sollen nämlich nicht den Wurm fighten, sondern die Viecher auf dem Boden.
Pepsi. Ja, komm mal her, wo bist du? Hier. Komm her. Lass scharren. Türkisch Bazar, ich gebe dir 5 Stück für 2. Ah ne, warte mal, ist ja dumm für mich. Ja, hier. Hast du 2? Ich würde 2 noch gerne für den Ether behalten. So, perfekt. Jetzt wirf die geilen Sachen ab. Also ich nehme gerne goldene Tools. fick dich. Ja, du kannst mir die Samples geben. Die Samples. Ob du die nur aufstellst oder ich, ist ja egal. Ja, ich hätte aber gerne welche für den Dings. Ne? Ja, jetzt klaut er das. Ach Mann, ey. Hey. So, das ist der Langbart. Komm, die Box. Ich habe gar nichts geklaut. Ich habe nichts genommen. Ich habe mein Selfie noch rausgeschmissen. Ja. Ich bin voll. Ich habe nichts genommen. Aber warte mal. Espi, hast du es genommen? Was? Na, das, den Einsatz. Ich habe nichts genommen. Dann so, nur, weil ich Pole bin. Ich schlag dich. Bist du Pole? Ja. Das tut mir leid. Ja, wir dürfen da jetzt nichts Witziges zu sagen, also gar nichts, überhaupt nichts. Und genau, richtig. Die warum? Ja. Einen kurzen, genau. So hallo, komm, wir machen so ist es. Nur einen kurzen Abstecher. Wurde ja auch letztens von der Frau gesagt, dass ich in ein kurzer Endpunkt Witz bin, weil ich nicht gendere. Ja gut, davon halte ich auch nichts. Komm, ein kurzer Abstecher nach Polen. Tradition seit 100 Jahren. Blitzkrieg. Alter. Jung. Ja, was denn? Kurzurlaub mal anders. Ich habe jetzt gerade auch Alter gesagt, du färbst ab, Kollege. Ja. Ja, Habibi. Ich hinterlasse bleibenden Eindruck. Meine Rhetorik, die wird hier so durch das Spiel so kaputt gemacht, ne? Baksana ekmek buldum, sikere mama na koyam. War das Arabisch? Nee, Türkisch. Oh. Also wenn man im Ruhrpott lebt, dann kann man auch Türkisch. Wo kommst du her? Ich komme aus Hamburg, ja, Dortmund. Also ich lebe hier im Ausland. So, also Sturm kommt, Freunde. Welcher war nochmal meiner? Immer noch da hinten links. Ja, da, wo du ich verlasse jetzt wieder das Team. Das passiert. Ich habe immer noch nicht. So, läuft. Was ist eigentlich mit dem Typen da? Der geht rein und raus und... Er steht drauf. Rein, raus, rein, raus. Ich meine, wer mag das nicht? Sind wir echt nur hier zu 1, 2, 3, 4? Wir sind echt nur zu 6. Ich habe Angst. Ja. Wir haben immer noch 10 Minuten Zeit. Konzentrazione. Geht los. Mach den Hinkler. Ich hätte eigentlich hier noch eine geraucht vorher, aber... Können wir in der Zone 2 Geschütze kaufen? Kannst du mir das beantworten, Longbeard? Ja, kannst du. Zone 1 aber nicht. Gut, dann kann ich nämlich... Ja, okay. Warum also nicht mich in dem. Profi denn nicht? Hä? Weil du stinkst. Achso. Nein, das stimmt. Kann ich aber riechen. Ja. Guck mal. Nennt sich Duft. So. Ich hab mal halt eingeschützt für den Ether. Ich glaube, es sollte jetzt lang. Er will ja nichts haben, aber meine Gasmaske nimmt nicht ab. Er zeigt mir nicht an, dass da irgendwas abnimmt. Er war doch froh. Nee, da ist so ein Anzeigebug. Ja, 100%. Die Gasmaske geht nicht runter. Ist ja geil. Ey, ich fass es nicht. Er zeigt mal an, ich habe eine Gasmaske und ich habe gar keine. Profi. So ein Lümmelspiel. Ist das mies. Ach Mann, ich bin gleich wieder da. Ich komme mal eine Gasmaske. Mach das mal fertig da. Okay, ich glaube, der ist ja in der Nähe. Gott sei Dank. Das ist ja wohl unfassbar. Das ist echt lächerlich. Das bringt nichts. Ich habe noch eine Gasmaske gekauft. Es bringt nichts. Also ich sterbe. Also keine Ahnung, was ich falsch mache.
Sache ist, Spiel hast du. Wenn noch einer ein Zelt übrig hat, ich wäre ihm sehr verbunden. Ja, ich glaube, ich habe noch ein Zelt über. Wieso ist Tourette nicht an? Weil ich außerdem eben nur eins reingeschmissen habe. Wie geht das? Ach, weil ich dumm bin. Hast du doch eben selber erwähnt. Müssen wir da drauf jetzt rumreiten? Nimm einfach mal den herrenlosen Jagger, der hier rumliegt. Leute, Leute. Sind ja genügend Hunde da. Da muss man gar nicht großartig unterstützen, das ist das Gute. Bei so vielen Hunden. Das war ja klar. Das ist auch schön, man kann sich die Selfies einfach sparen. Ne? Da muss man ein bisschen smart spielen. Dann ist es halt so, wenn man mal down geht. Aber. Nacho. Für dich. Ja. Hat er geklappt. So einfach kann's gehen. Ist unfassbar. Ich habe eine Gasmaske und sterbe. Also. Wow. Braucht noch jemand hier irgendwas? Nee, nee. Ihr müsstet jetzt aber schnell machen, ansonsten krepiere ich. Ja, wir haben auch Hunde notfalls. Langbart, du hattest doch noch so ein tolles Selfie für mich. Ja, du bist jetzt mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Danke. Kein Thema. Oder Freundin, wie du möchtest. Ich überlege gerade, als was ich mich identifiziere. Ich sag's dir gleich. Dreijähriges, dementes Eichhörnchen. Das finde ich mehr kannst geil. Kannst du uns bitte noch deine Pronomen nennen, damit wir dich auch ja richtig ansprechen können? Ens, wenns. Ja, das war's. Nee, wie diese Mars-Attacks-Menschen. Ja. Oder wie war das? Ja, hast du das so krass gemacht? Ja. Wir hatten gestern einen Typen bei uns drin, der Alan Shaw, danke dir für dein Follow. Mars-Attacks viel geredet. Ja. Krass. Na, na, na. Alter, ich bin kaputt gegangen auf den. Ich glaube, der war Tscheche oder sowas, aber der hat richtig Blatt abgehabt, war aber lustig mit dem. Ich bin jetzt auch. Also. Ja, moin. Der Ding ist vorher down gegangen. Da kann ich Magic noch einmal dem Nikotine frönen, dass es geladen hat. So. Das Licht ist ein bisschen schwach, ne? Da kommen wir erst nur so vor. Auch noch. So, schon besser. Das ist echt mal cool, jemanden zu treffen in diesem Spiel, der wirklich auch mal redet. Echt? Kommt das so selten vor? Oder die wollen uns einfach ignorieren, weil wir denen auf den Sack gehen. Keine Ahnung. Warum sind wir nur zu zweit? Warte mal. Na, sauber. Ich hoffe, da kommen noch welche. Das ist in der Tat sehr... Da kommt keiner mehr. Huch. Also den Panzer können wir, glaube ich, vergessen. Ja, ACV hat keine VR-11 dabei. Nein. Ja, das wird dann tatsächlich schwierig werden. Lass uns einfach den Teddy links machen. Ja. Ja, Extraktoren, ne? Ja, ich gehe direkt hoch. Ja, SB ist gerade in unser Boystadt reingegangen. Und der ist offensichtlich rausgeflogen. Ja, moin. Also, wir sind jetzt zu zweit in der Zone, oh Mann. Hast du einen Scorcher mit? Nee. Da bin ich von oben runter geflogen.
Warte mal. Muss den Teddy auch sagen. Ja, genau. Und kommt schon. Blöd ist halt, ich habe keine goldenen Platten. Das macht es ein bisschen schwerer. Ich habe das Problem, ich habe nur zwei Kasimirs. Jetzt aufteilen, wenn nur eine. Mach an. Und weiter. Da ist der Kasimir. Der hat den Kasimir gedroppt. Perfekt. Ging aber höher, höher, schneller. Au, au, die beißt mir in den Hintern. Ja, dann machen wir nur zwei Aufträge, weil den Dings können wir echt vergessen. Ich deaktiviere schon. Und rüber. Ich hüpfe hier immer gerne durchs Fenster. Ja, Hund, verpiss dich. Eine Kasimir habe ich noch. Los an. Ist aber mal jetzt echt passend. Normalerweise spiele ich keinen Hund. Gut, dass ich einen Hund habe hier. Ja, hier ist das echt gut. Ich gehe mal zum nächsten Auftrag. Legen Sie das Ether-Werkzeug da schon mal gut für die nächste Runde. Das ist perfekt. Wow. Ouch. Ja. Ich warte mal auf den Profi. Krass, geht der wirklich. Ich spiele echt viel Zombies und wurde das erste Mal von einem Hund hochgeholt. ACV kann man eigentlich zum Schluss auch noch ausprobieren. Ja, den Hasen kann man in COD Store kaufen, ist er so. Muss ich nachher mal nachschauen. Muss ich mir eigentlich gönnen. Ich sammle gerade für meine Tochter von League of Legends da diese Teddybären. Die sind nämlich auch ganz cool. Perfekt, ey. Geil. Ja, was sagst du? Wir können es versuchen. Ist mir egal. Ja, komm. Lass uns einmal versuchen. Ich hab zwei Geschützeinsätze noch. Ja, ich hab eigentlich nichts mehr. Irgendwo. So, Teddy war hier. Feuchtgranate. Warum hat er das jetzt nicht aufgenommen? Da. Ja, wenn Safe Revive weg ist, will ich raus, weil ich hab echt geilen Scheiß mit. Ja, alles gut. 9 Minuten. Hier sind nochmal Platten hier. Okay. Nein! Ich hasse es, wenn ich den Teddy noch in der Hand habe und runter. Also hier ist ein Geschütz. Ich würde sagen, gleich starten. Ja, damit wir Megabomben mitziehen. Gut aus.
Einen für den LKW, einen für die Treppe. Wenn ich Ruhe, also eine Kasimir habe ich noch. Wenn ich so einen Neffen habe. 30 Euro. Ja, ist ja okay. Der ist dann, glaube ich, auch so groß. Mal ganz kurz, YouTube-Chat, alle noch da? Normalerweise kriegen wir es auch zu zweit hin, aber das sind wir besser ausgerüstet. Ja, ja, wir gucken mal. Vielleicht, er hat 98k. Okay, der hat hinten. Mal vorne, hinten. Aber vorne, gut, Deadbolt. Dann brauche ich vorne ja fast gar nichts machen. Ganz gut aus. Oh, ein Affen sogar noch. Nehme ich auf jeden Fall mit. Geht noch 91%. Ja. Ich habe jetzt auch noch mal einen Affen, Täuschgranate. Und wir hoffen wir mal, dass wir am letzten Stop, vor uns ist mega, am letzten Stop ein Dings haben. Ja. Danke dir, Pia. Da wird. Das ist richtig mies mit dem Megaschausser hier. Bin ich ungut jetzt? Oh ja, Insta. Der Dicke ist kaputt. Ich glaube, der YouTube-Chat ist bei mir stuck. Keine Ahnung, warum ich die Kohle hole. Auch wirklich sparsam schießen. Ich würde jetzt nach vorne machen. Jo. Ja, bei dem kann man nicht sparen, da muss man volles Rohr drauf, ey. Boah. Obwohl, warte mal, der Hund ist ja noch da, ne? Aber die Karre. Kriegen wir hin. Schaffen wir. Das schaffen wir. Hast du noch Platten oder brauchst du? Ne, ich hab noch Platten. Alles gut. Das aufheben hier. Uff. 5 Platten. Ja, jetzt wird's nochmal schwer, aber wie gesagt, ich hab noch einen Affen, Täuschgranate, das schaffen wir. Ja, bringt nichts gegen Megabomb. Da kommt nämlich einer und auf der anderen Seite ist auch einer. Scheiße, ey, scheiße. Ja, ich muss auf den Hund warten, falls er kommt. Ist mein Hund? Oder kannst du mich holen? Ist also gerade schwer, kann sein, dass. Achso, du hast kein Safety mehr? Nee. Ja gut, dann muss ich das hier abbrechen, dann haben wir das, verlieren wir das, aber ist egal. Sorry. Ich bedanke mich. Die Viecher machen wir hier noch fertig. Muss auf jeden Fall anders laufen. Wenn er die Viecher noch fertig machen will. Ja, gut, dann. Ja, ich sag mal so, ey. Gutes Equipment für nächste Runde. Hab 2 auch direkt am Start, also ich muss nichts vom Lager nehmen. Das ist aus dem Lager nehmen, das ist ganz gut. Tja, das wäre das Selfie gewesen, was ich vorhin. Also ich verstehe es auch nicht. Er zeigt mir immer noch übrigens eine Gasmaske an. Mal ja, sehen, ob ich sie droppen kann. Guck mal, droppen kann ich sie. Genial. Bin da. Oh, warte mal, wo bist du? Ja, ich bin hier. Brauchst du irgendwas? Kling oder so? Ach ne, alles gut, ich habe alles soweit. Danke. Aber wenn du noch eine Runde zocken willst, Espy und ich suchen mal einen.
Ja, eine Runde würde ich wohl mit euch noch mitmachen. Dann tue ich dich mal gleich einladen tun. Und ich bin raus. Perfekt. Puff. So. Also der Chat, sorry YouTube-Chat. Aber leider hat sich der Chat bei mir komplett aufgehangen. Ja, ich bin noch da. Es schrieb gerade, wir müssen das Spiel wahrscheinlich neu starten. Er musste neu starten, weil es ein Update gab. Ja, alles gut. So. Wie viele Zombies waren es jetzt? Nicht viele, ne? Ja, hier in der Zone 3 nach 19. Nix. Okay, dann kann ich ja das Game verlassen. Ja. Wie gesagt, also Twitch-Chat ging jetzt die ganze Zeit bei mir, aber... Ja, YouTube-Chat nicht. Ja, Selfie hätte ich noch abdrücken können. Klar, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Battle Pass einmal hier fertig machen, bitte. Nehmen wir das, nehmen wir. Mal ein Terminus. Ja, HM9 finde ich ganz gut, ne? Also keine schlechte Waffe. Jetzt sind T5 war schon ein bisschen anstrengend, ne? Aber sonst, moin Leon. Aber sonst ist das eine ganz gute Waffe. Jetzt möchte ich mal tatsächlich die Welle ausprobieren. Guten Tag. So. Irgendwie gut die mal, ist. Jetzt möchte ich mal angucken hier. Twitch, Long. Guck am besten auf YouTube. Also aus. Twitch auch, aber YouTube auch. Ich stream aber eher eigentlich auf YouTube. Jo. Könntet ihr vielleicht in den Zombie-Modus schon reingehen, damit ich meine Waffe fertig machen kann? So, ja, klar. Danke. Dann kann ich nämlich jetzt entweder die Well oder die ISO mitnehmen. Ich glaube, ich nehme eher die Well mit. Die Well habe ich gerne auch in DMZ gespielt. Und wenn die Well auch so gut sein soll, sogar besser sein soll, ja, auch, was ich mitnehme. Dann bin ich mal gespannt. Pass mal auf, ändern wir mal um. Sidewinder habe ich auch gespielt mit Oma Kit. Goldene Platten und sowas kaputt machen hier. War okay. Well, nee, das ist die FJX Horus. Die Well, die ist weiter hinten, ist ja eine MW2-Waffe. ISO 45, hier ist die Well. Oh, welche Well nehmen wir denn? DMZ-Bonus. Eine, die cool aussieht. Ich habe keine, die cool aussieht. Welche Baupläne gibt es denn noch so? Gibt es irgendwelche coolen Baupläne? Das sieht nicht schlecht aus. Von der Costa. Was spielst du eigentlich für eine Waffe? 2-4. Jetzt gerade habe ich die HRM9 gespielt und jetzt wollte ich mal die Well probieren. Ich kann dir sagen, die Horus ist extrem heftig. Ja, die habe ich schon, als sie rausgekommen ist, gespielt. Die ist richtig gut. Und bist du der Longbeard mit Doppel-O? Ja, wenn man auf YouTube @longbeard eingibt mit Doppel-O, dann komme ich auch, ja. Ich habe als Profilbild habe ich ein LB als Tag drin. Also LB als Foto, als Bild. Ja, man sieht mich, man sieht dich ja gar nicht. Ja, dann bin ich das nicht. Aber ich habe das LB gesehen. Moin, bärtiger Freund. Ja, gut, dann ist er auf meinem Kanal jetzt gerade, richtig? Ach so, ja, das kann sein. Ja, und dann muss er auf live gehen, dann siehst du mich. Oder alle anderen Videos, da siehst du mich auch. Ja, sicher, hier. Ja, jetzt richtig. Ja, stolze 30 Zentimeter. Langbart, Mann. Ja, stolze 30 Zentimeter, ne? Kann ich jedermann sagen. Naja, warte mal. Ja. Okay, da so, nehme ich die Welt. Was ist jetzt mit Espi hier, der Kollege? Moin, Uchicha. Der wird mir jetzt nicht als online angezeigt. Der wird mir als offline angezeigt. Benutzt am besten die Welt von Darkritus. Ich habe ich nicht, oder? Ah, komisch. Darkritus. So, also, brauchst du irgendwas? Teddyweste, Klinge oder sowas? Nö, ich habe alles. Glaube ich. Ich gucke gleich nochmal nach. Ich mache mir gerade meine Waffe eben fertig. Sammelnick. Welt von Darkritus. Das habe ich. Doch, Aufsteiger, ja? Ist das so? Sollte ich doch wieder einen Hund mitnehmen. Das war eben gar nicht mehr so dumm. Well. Aufsteiger-Dämon. Ich finde ihn aber immer so stressig, wenn du einen Megabomb fightest
Dann macht er sehr selten das Maul auf, damit man eben reinballern kann. Ja, dann musst du Highground nehmen, dann macht er das. Dann macht das eigentlich permanent. So. Irgendwas anderes hier nehmen, so. Yay, meine Cooldowns sind weg. Sehr schön. Gunkick. Geschossgeschwindigkeit. Schauen wir uns mal die Details so an. Mods? Nö. Oh, Mobilität will ich natürlich nicht, dass es Willst du runtergeht. Scorcher oder sowas haben? Ich spiele den Müll nicht. Ja, würde ich nehmen. Munition, lass ich mal. Weil normalerweise ist Espy der Scorcher-Mensch von uns beiden. Dementsprechend, ich bin zu dämlich dafür. Und ich renne auch Chicha, lieber mir rum geht's und gut. Wie geht's baller alle dir? wie ein Viech ab. Ja. Gut, das habe ich. Ja, Broke. Meiner riecht nach 30 Zentimeter. Warte mal. Irgendwer hat doch letztens auch damit angefangen. Wie war das nochmal? Molly Ich mitnehmen. habe einen. Warte mal. Ich habe einen kleinen, riecht aber wie ein großer oder irgendwie sowas. Spielst du viel Zombies oder wie sieht das bei dir aus? Ja, eigentlich nur aktuell. Also ich spiele auch Rangliste, Wiederauferstehung. Ja, Ja. natürlich auch. Aber da ist auch immer ein bisschen schwer, vernünftige Leute zu finden. Was hast du denn für einen Rang? Die denn Platin 3, 22 oder so? Okay. Was? Ja. Was bist du? Lass mich raten, irgendwo schillernd oder sowas. Nein, 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 ich bin jetzt auch zu Diamond. Ja, ich würde Was? gerne, also ich habe jetzt in der neuen Saison, als seit Rebirth draußen ist, habe ich irgendwie auch nur ein paar Spiele gemacht. Oder aber eben zurückgestuft auf Platin. Und das erste Spiel war gut. Erste Runde, 900 Punkte gemacht. Durch den Sieg und durch diese ganzen Eventpunkte. Moin, Dicker. Ja, ich weiß Nee, nicht, was leider der Espy ist. nicht. Der ist normalerweise gefühlt 24/7 online. Ja, wenn nicht, vielleicht ist er schüchtern. Ich denke. Er ist eben auch nicht ganz so KLUK wie ich. Ja, das ist eben Manko von ihm. Das war Mido mit dem Spruch. So. Moin, Sasuke. Nein, ich spiele leider nicht XD4 am Wochenende, weil ich Ja, am ich bin Wochenende fertig. Nachtschicht habe, von Ausgerüstet. Freitag bis Ist Sonntag, eben, wie gesagt, nicht deswegen. online. Oder wir müssen einmal kurz die Freundesliste. Dann muss ich einmal kurz gucken, dass sich das Ja. aktualisiert. Warte mal, das packe ich erstmal raus. Achso, hast du zufällig nimmerleeres Magazin? Leider nicht, leider nicht. Ansonsten liebe ich das Ding auch. Ja, das Also ist gut. wir können auch Müssen durch wir den gleich mal in die neuen Zone. Eden Ja. ranmachen. Das wäre ganz gut. Weil das brauche ich echt. Ich gehe auch nur mit Papp 2, also ich kann das herstellen, das packe ich aber zur Ja, Seite. dann zocken wir mal los. Und ja, meinetwegen können wir. Ja, und Sasuke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Namens Karma. Ich habe jemanden in der Ja. Freundesliste, der Todesbote heißt. Echt jetzt? Ich finde das immer so anstrengend, dass man sich umbenennen darf. Ja, so, ja, frag mich mal. Also, ich habe ein anderes Problem. Mir schreiben Leute auf YouTube, die heißen auf YouTube so, auf Discord so und in-game auch nochmal anders. Aber im Juni oder Juli Aber kommt was nochmal ist eine das für offene ein Beta-Runde. Skin? Ja, auf jeden Fall, also XD4. Der sieht ja auch aus wie ein Ja. Zombie. Welcher? Meiner? Ja. Ja, das ist Cheech. Kennst du nicht Cheech und Chong? Du Nee, bist ich bin doch da wahrscheinlich zu alt. alt für. Nee, eben nicht. Ja. Kenny, wer ist das? Kenne ich nicht. Was? Das sind Kultfilme. Kenne ich nicht. Ja, ich hab dummerweise meine Sasuke, dann Jugend, erstmal gute Besserung. den Rest so verbracht, dass ich viel gearbeitet habe. So, aber wie gesagt, ich habe den Scorcher mitgenommen und ja, den Rest kriegen wir auch hin. Ich bin Ja. gerade bei den Weeklies bei, also bei den wöchentlichen Aufgaben. Was ist denn da jetzt noch zu tun? Boah, mit was für einem Ping suchen wir bitte? 186? Ja, warte mal, lass mal einmal kurz neu starten. Ich glaube schon, dass der irgendwie ein Update hat. Hatten wir vorhin auch. Okay. Ich starte mal neu. So. Krass. Ja. Nee, also Leute, wie gesagt, die Leute, die jetzt gerade im Chat gefragt haben wegen Mitzocken und sowas, also nach der Runde ist dann theoretisch wieder frei. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber das hat sich dann auch wiederum erledigt.
Ja. Gut. Darauf ist meine Holly. Dann warten wir mal kurz. Ich dürfte eigentlich kein Update haben. Das müsste eigentlich schon, also ich hoffe nicht, dass es an mir liegt. Aber fast ein 200er Ping ist schon hart. Da ist irgendwas nicht richtig, definitiv nicht. Dark Storm, danke dir für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Was muss ich noch machen, Fitzi? Willst du das machen? Ja, dann machen wir das. Nach der Runde machen wir das dann. Ich weiß gar nicht, ob Soko überhaupt noch da ist. Seid ihr im Discord? Oh mein Discord. Ja, Fitzi ist im Discord, ich sehe schon. Fitzi, warte mal, ich lade dich schon mal ein, dann lade ich den Dingens ein. Ich weiß ja gar nicht, ob jetzt auf einmal doch der Dingens raus ist da. Ah, warte mal, wir warten noch. Du musst updaten. Du musst updaten, Junge. Ich muss updaten. Ja, du hast wieder eine andere Version. Update erfordert Neustart, dann starte ich mal neu. Komm, schnell, Discord, schnell. Ich werde die ganze Zeit beitreten, aber ich komme nicht rein. Okay, ja, dann lag es ja doch an mir. So. Sag ich ja. Das ist aber das zweite oder dritte Update heute. Ja, das, ich habe heute auch schon zwei gemacht, jetzt am Abend. Heftig. Ja, dann hatten wir beide wahrscheinlich, also der andere Kollege auch kein Update. Ja, dann kommt der auch nicht rein. Ich bin mal gespannt. Jetzt gleich nochmal. Komisch, jetzt kann ich beitreten. Ja. Ja, daran wird's liegen. Jetzt hast du gewechselt? Ne. Mal kürzlich. Ja, moin. Ich glaube, die können mich nicht mehr adden. Ich kann die nicht mehr adden. Doch. Doch, guck mal bei. Ja, warte mal, der hat mir eine Anfrage, eine Freundschaftsanfrage gesendet. Der Peppi. Und? Ja, geht. Aber bei deinem Kollegen auch? Der ist auf Xbox unterwegs. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Vielleicht ist sie jetzt abgefackelt, man weiß es nicht. Die kann ja nicht so viel ab. Ja, dann würde ich nämlich jetzt gleich starten. Ja, zieh durch. Ja, dann machen wir das. Ich muss noch Trinke rein. Mit Level 1307. Okay, wir schaffen noch die 1500. Was habt ihr Containment Level? Sven, danke dir für dein Abo. Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken, weil ich spiele jetzt gerade mit einem 162 nur. Also dadurch, dass ich immer Waffen und sowas austeste, verrecke ich auch manchmal. Ja, ich bin jetzt erstmal über 1000 gekommen, sonst irgendwann wird das Spiel abgestürzt. Immer wenn ich vor 2000 war und allerdings muss ich peinlicherweise gestehen, das habe ich jetzt in 3 oder 4 Tagen hingekriegt. Hast du die Tür zu? Mach doch selber die Tür zu. Nee. Nee. Grüße. Hörst du mich jetzt eigentlich doppelt über Discord und hier jetzt? Ja, ich habe mich aber in Discord jetzt gestummt. Ah, okay. Ich dachte auf PlayStation. Sasuke, ja, ID kannst du reinschreiben. In-game gleichzeitig. Nee, ich bin mit dem Computer in Discord drinnen. Ah. Jo, Dirk, dir auch noch einen schönen Abend. Hau rein. Moin, Nacktschamper. Gestummt. Guten Abend, Ingo. Warum bist du nicht in Modern Warfare auf dem Computer? Ist das schon die finale Season? 3? Nee, ich zock mit der PlayStation. Oder noch mitziehen. Das ist noch nicht mal mitziehen. Mitziehen kommt jetzt erstmal. Guten Abend, Dennis. Mitziehen kommt jetzt erstmal im März. Mit dem Update, mit der Lagererweiterung, mit der neuen Story-Mission, mit dem neuen Kriegsherrn. Ja, und mit der neuen Eta-Zone. Dunkle Eta-Zone. Ja, bitte einfach die Waffen genommen vom Jiden Chong. Ja, die HRM-9 ist genauso fast. Der lange Bart und ich, wir wollten jetzt einen Run im neuen Eta machen. Der lange Bart. Süß.
Ja, hat er mitbekommen. Er ist bei mir im Discord. Ah, okay. Okay. Der Herr Lange Bart, wo sind Sie denn? Ach, oder? März, Digga, ich hab schon wieder März gesagt, Mann. Im Mai, Mann. So. Ich bin immer noch im März, weiß ich nicht. Hab ich im letzten Stream schon gesagt. Guck mal, lauter Joints auf dem Boden. Er ist irgendwie ein bisschen laggy, ne? Er ist Anzug genommen. Oh, stimmt, ich will mal gucken. Kennt ihr mal denn, das freut mich. Riesen-Joint? Oh, ja, er wird zum Riesenjoint, der Zombie. Nicht sein Ernst. Was? Hör mal auf, zeig. Pass auf, hier, 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 bei dir. Boah, es tut aber gut, ey. Habt ihr ein Moped? Geil. Hier ist ein Self-Revive. Jo, oh, finde ja, ich witzig. Hol ich mir. Und hier vorne ist ein Rift bei mir. Sehr schön. Ja, theoretisch habe ich auch einen Wehrsänger. Warum liegen hier lauter Joints rum? Ist das ein Blödsinn? Gleich in die dritte Zone rein. Boah, da ist ein Kampfmesser. Hellerwert. Ja, das können wir in die dritte Zone. Ja, dritte Zone direkt. Können wir auch eine 3-Platten-Weste. Aber mehr Zeit. Ja, Suzuki kopiere ich mir gleich und dann edite ich gleich mal direkt. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall mehr Aufträge. Ihr wollt ihr erst echt gleich ein Bounty machen mit unseren. Also ja. Also habt ihr einen Dreierpunch drauf? Nein. Okay. Zweier. Okay. Ich schon. Ich habe auch legendär, also ich hätte kein Problem damit. Wir haben auch kein Problem damit. Wir haben auch kein Problem damit. Ah, hier, Dreierweste. Ja. Jetzt erst recht nicht. Laut mir mein Zeug hier. Okay, und einmal noch den anderen Bodencontainer. So, jetzt bin ich mal gespannt. HRZ mit Pop 2. Fitzi Fei, das ist auch ein krasser Name. Brauchst du noch einen Rucksack? Ja, könnte ich nehmen. Dann komm ich mal zu dir. Ich sehe das Bounty-Auftrag, glaube ich, nicht gerade. Ah doch, das ist er. Wenn wir zu dritter drauf gucken, dann geht das. Und dann logischerweise ein bisschen schwerer. Vor allem gegen Jünger schon wieder, ne? Da kommen jetzt also viele Zombies. Hast du einen Rucksack dabei oder was von den Geschwindigkeiten? Nee, ich wollte nur wissen, wenn ich einen finde, ob ich mitnehme. Hat nichts. Ja, moin. Ich weiß. Also seht ihr hier im Bounty? Ich nicht. Ja, hier bei mir. Wo ich bin. Ist oben. Das, oh, das ist genial. Das Spiel zeigt mir das hier an. Ja, kenn ich. Das dauert ja 10 Jahre, ne? Mit der Well? Ja, also ja gut, die ist auch Pub 2, ne? Also, da kann man doch nichts erwarten. Bin gleich da.
Feuerwehr ist unterwegs. Wo ist er denn eigentlich? Also ist hier im Stein wieder drin und eiert es. Ist wieder oben. Ja, zu dritt geht es doch schneller. Das ist doch gut. Jetzt ist er an der Wand. Ja. Ja, drei Rucksack. Oder großer Rucksack. Danke schön. Spawnkontrolle nur. Gott, hab alles. Ich gibt's noch nicht. Moin Feuerwehr, grüß dich. Ja, Fizzi haben wir doppelt, das weiß ich. Ja, wenn ich im Spiel bin, ja, auf die Box. Eben, also. Ja, alles gut, Soko, alles gut. Nächste Runde. Wir sind ja auch, wir machen ja auch jetzt erstmal ein bisschen. Bin mal gespannt, wie es mit der Waffe mit PAP 3 aussieht. Ich hoffe jetzt, die Gasmaske, die ich gefunden habe, funktioniert auch. Free Flow, in den letzten 4 Stunden Event Get High gespielt. Was ist das genau? Was ist denn dieses Get High Event genau? Ist das das mit der... Hier links rum? Wo man die Tarnung, die Waffentarnung freischalten kann oder was? Meinst du das? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Das ist das Problem. Rausch? Rausch gibt es noch, genau. Aber das andere, wie heißt das andere? Gear Event. Ja, ist wahrscheinlich das Get High. Was machen wir eigentlich? Spawn. Ach, da hinten leider. Mörderschlag, großer Rucksack. Ja, also. Durchschuss. Ich glaube, PAP 3 wird hier richtig abgehen, die Welle. Tatsächlich. Ne, das brauche ich gar nicht. Moin, Minisnipes. Hier ist der Dings. 4 Stunden online in der Nacht. Ja, hab eben nur das Video gesehen. Eine Art Jump and Run in Richtung Only Up. Nee, habe ich nicht gespielt. Ich habe ein Dreiecksiegel. Ich brauche einmal Erfrischungsgetränke. Oh, wo ist überhaupt Papp? Da hinten. Passt ja. Was kostet der Punch? Du hast ja einen 100er dabei, oder? 100er? Dann gebe ich hier Charakter mit der komischen Stufe 100. Rotzler. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Ah, okay, nach dem Auftrag kann ich sowieso. Ist hier noch drin dann? Guck mal, wo ist denn der Dingens? Okay, dann macht der hinten. Was der kommt, wieder mal nur was für den US-Markt wegen dem 4.2. Achso, wegen dem 420. Wegen dem 4.2. Jawohl. Ach scheiße, warte mal. Wir haben ja einen Auftrag. Ganz kurz vergessen. Wolltest du das Auto abliefern am besten? Oh nein! Aber ist gleich im Arsch. Ist nichts mehr mit abliefern. Ich brauch das. Guck mal, schon wieder Mimika hier. Ah, geht doch. Ist
Selfie, noch ein Siegel. Und wo ist der Kiri? Jawollo. Nee, wie gesagt, also von mir werden nichts mitbekommen. Da schlafe ich auch um diese Uhrzeit dann, ne? Das ist mit der Nachtbar vor allem. Die ach, ja noch arbeiten. Das Event meint er mit diesem Laufen. Ja. Den Jump and Run. Ja. Ja, das war nur für 4 Stunden leider aktiv. Na, im Stermann. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Mich mit. So. Vielleicht kommt da unten jetzt gleich auch der Durchhalteauftrag. Wäre ganz cool. Mich als Fluchtfahrer? Doch, also in Wirklichkeit schon. In Wirklichkeit schon. Da bin ich wirklich ein sehr, sehr guter Autofahrer. Aber ja, hier bin ich immer wieder am Pennen. Ich brauche nochmal so ein paar Zombies. Ich habe irgendwie eher so das Gefühl, dass tatsächlich die HM9 trotzdem besser ist. Komm aus das Easter Egg durch, droppen die 4er-Siegel jedes Mal. Ja, irgendwie keine Aufträge. Nee. Ja, typisch hier in Zone 2. Aber wobei, ne, kann ich nicht sagen. Also doch, ist, also wenn dann genauso gut. Vielleicht gegen Elite-Zombies besser? Das muss ich nochmal gucken. Oh, da Spore. Wenn du hin scorchen könntest. Jo. Ich hasse diesen Auftrag, aber... Ja, da ist schon einer. Ja, zu spät, zu spät. Schwierig. Da, den holen sie sich wahrscheinlich auch. Ja. Ach, ist das wieder anstrengend hier in der Zone. Also theoretisch kann man die Map aufmachen und erstmal warten, dass man, ja, ein paar Aufträge bekommt, ne? Das ist heftig. Was war da los? Hm? Was war denn da los? Ach, ich guck gerade ein bisschen rum. Irgendwie finde ich hier auch keine richtigen Truhen. Alle Truhen schon leer. Ja, also viele Aufträge hier, ne? Aber hallo. Irgendwie ist ja auch genial. Ich bin gerade in einer Dings drin. Der Stronghold und hier sind keine Bubbles, die man zerschießen kann. Ja, wahrscheinlich, weil schon jemand drin war. Nee, nee, die ist doch zu gewesen. Die ist okay. Nicht geklärt. Aber genial. Bei mir auf der Map wird da, wo du bist, keiner. Ach so, nee, da bist du. Okay, ja, krass. Ist unfassbar. Ich würde ja gerne die Stronghold hier machen, weil warten bis zum nächsten Auftrag. Es waren 2 Bubbles. Die habe ich jetzt gefunden. Ist ja genial. Braucht einer noch Headshot, Akiri? Nee, nee. Nee. Oder ein lila Tool hätte ich auch noch anzubieten. Auch nicht, danke. Nee. Wir nehmen nur legendäre Items an. Ja, die gebe ich leider nicht ab. Ich glaub's gar nicht, was ich für die alles in den letzten Tagen gemacht habe. Und die Droprate ist wirklich ein Witz. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hoffe, dass hier oben gleich noch... Ah, ihr habt einen Auftrag. Genial, habe ich gar nicht mitbekommen. Erst hier einen richtigen Schaden mit den kritischen Treffern zeigen, ja.
Ja, aber schön wäre es natürlich auch, eine Waffe zu haben, die jetzt nicht nur unbedingt also auf Kritzonen hohen Schaden macht. Also die Strongholds und den Nestern hier in der dritten Zone sind doch die Drop-Daten ganz moderat, was das legendäre Tool betrifft. Perfekt. Ja, ich bekomme die ganze Zeit nur Bullshit, ne? Das ist eine absolute Frechheit. Wenn da aus den Kisten kriegt man momentan auch nur Kacke. War schon mal hier ist ein Auftrag. Oh nein. Passt. Schau nicht mehr, oder? Gut. Ah doch, der rennt woanders hin, der Typ. Ja, das dachte ich mir nämlich direkt. Also die gibt es irgendwie nicht so, die Waffe, ne? Also so richtig krass OP. Ich lauf gerade mit dem blauen Messer auf zwei gepanscht rum, das ist richtig stark. Glaube, ist jetzt ja, Messer ist generell auch hier dieses Gladiator. Hast du eigentlich schon ein Siegel oder sowas gefunden? Max Level ist glaube ich 650. Ja, das dreieckige. Achso, ich hab's. Ja, dabei kann man auch nur finden. Also das Runde hast du dabei oder was? Ne, ich hab das dreieckige. Ja, das hab ich auch dabei. Ja, ich mach sonst immer mit SB die Tier 5 Runs, meist im alten. Da kriegst du eigentlich, hast du ja 6 Belohnungsrifts, wenn du zu zweit bist. Und das ist eigentlich immer eins dabei, dass wir die nächste Runde gleich jetzt haben. Lass sie hochgehen. High Ground holen. Dann machen wir das mal. Jetzt sind es nämlich zwei. Wie denn jetzt hin? Episches Lederwerkzeug, Grip. Noch ein Siegel, sehr geil. Das ist eine andere. Ach, der macht was anderes. Achso, der Verschwinderschleuder, ja, hier. Den meine ich. Was für eine Munition. Ja, aber dann machen wir es anders. Da ist ein Versänger drin, na toll. Ja, ich bin besser gar nicht fertig. Jetzt bist du fertig, Soko. Jo. Bei uns dauert es noch ein Momentchen. Machen gleich noch Ether Rift. Moin Eisbär. Frag mal im Discord nach. Wenn du noch im Discord bist, musst du mal in Discord kommen. Bezüglich irgendwelcher Mission oder Akt 4 oder was weiß ich was. Meldet sich mit Sicherheit irgendjemand. Echt, da liegt ein Scorcher. So. So, ich habe mir jetzt die restlichen Perks. Weapon Stash. Ich glaube, die gehen da gerade weg, wenn einer von euch ein. Auch wenn ja, ein Scorcher ich hat. Ja, ich wollte es gerade punchen und mir auch Tränke holen. Das
Messer ist einfach zu stark. Jürgen, warum wolltest du einen gegen den Wurm machen? Hast du noch irgendwas zu freizuschalten? Nö, einfach so. Ich wollte eigentlich alleine den Wurm machen, um die HRM zu testen. Aber ja, da habt ihr mich eingeladen und dachte ich, okay, gut. Und Espi so, wer hat den jetzt eingeladen? Wieso ist der bei uns im Team? Der hat manchmal ein paar Vorbehalte gegenüber Brandys. Wie gesagt, ja, wir haben in letzter Zeit nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Das ist gut. Erstmal aktivieren. Ah, Heilaura habe ich nicht dabei, das ist blöd. Hm? So, Heilaura habe ich nicht dabei. Das ist auch so weit weg. Ach, alles gut, wir haben doch einen Hund, oder? Ja, stimmt, haben wir auch noch. Noch. Ich mache hier die Testung. Nein, er hat sich wieder komplett geheilt. Ich frag mich, warum sie das reingemacht haben, dass die Jünger ja, das sind so Megabomb heilen. Ah, die Jünger machen das? Ja, da habe ich nie drauf geachtet. Darum sobald du einen Jünger in der Nähe siehst, sofort abknallen. Und die machen das sehr schnell, dass sie ihn instant heilen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das die Jünger machen. Ja, aber die Welt, die kann man auch richtig gut spielen. Die macht auch Spaß. Also ist genauso wie die HRM9 eigentlich. Endlich. Eieiei, was für ein schnell gut. Ich glaube, die HRM9, die macht trotzdem kritischen Kopfschaden. Der kritische Kopfschaden bei der HRM9 ist höher. Kommt mir zumindest so vor. Moin, Dealer. Ich werd schon müde, ey. Hey, eure Operatoren, alter Schwede. Perfekt. Push it, sehr schön. So, hier hinten ist wieder einer. Der andere, da sind sie schon bei, so wie es aussieht. Jo. Ja, der ist weg. Die nächsten Megaschosse. Da bin ich mal gespannt. Ich brauche Fleisch. Bin Hund. Jo. Jetzt bei euch schon wieder ein Siegel, ey. Das gibt's nicht. Alter, bei mir wurde schon wieder ganz woanders angezeigt. Ja, krass, wie viel Siegel ich einfach bekomme. Oh, oh, was am Arsch, danke dir. Sind so unterwegs, obwohl, nee, die könnten auch zum gute Idee. Ablieferungsding kommen, aber trinken, ey. Aua, aua! Aua, aua, ist okay.
schauen wir mal, ob wir den bekommen. Mitgenommen. Ich hoffe es. Ja, sieht gut aus. Unterwegs, was den bauen die gerade? Nee, ich hab. Ja, genau, ich hab gerade gemacht. Aber wo? Wo? Hier. Gelb. Ich sammle Briefmarken. Ich versuche nämlich hier auch eigentlich jeden Megabomb mitzunehmen. Weil ich immer die Hoffnung habe, dass irgendwie was Lustiges rausdroppt. Ja, manchmal droppt er wirklich gute Sachen, ne? So legendäres Ether-Tool zum Beispiel auch oder Pub 3. Mit Espy musst du spielen. Wenn der mit dem spielt, dann zieht er drei legendäre Tools raus und ich laufe jede Runde die Megabombs hinterher. Und, keine Ahnung. Bei mir ist das Spiel kaputt. Guck mal, das ist beispielsweise wieder ein Megabomb. Da setze ich jetzt mal ein Geschütz hier oben rein. Und mal gucken. Oh Mann. Oh Mann. Ja, Purple. Ja. Fleisch habe ich schon mal. Ist gut. Ihr seid ja ein Team, jeder macht sein Ding. Ja, aber am Ende finden wir trotzdem alle immer zusammen, ne? Darauf kommt's an. Und wenn jeder sein Ding macht, dann kommt auch jeder schneller an sein Ziel. Ne? Man muss ja alle Waffen panzen. Ja, wichtig ist halt, dass man am Ende dann zusammenhält, ne? Oder wenn es dann kritisch wird. Und so kann man teilweise auch am schnellsten die Aufträge machen, ne? Theoretisch dürfte ich jetzt. Ja, wobei, beim Eskortierenauftrag ist was anderes, aber so anderen Aufträgen zum Beispiel muss ich eigentlich auf andere Aufträge warten, die ich dann annehmen kann, schon direkt, bevor sie weggehen.
So nice. Na, hör mal. Boah. Ja, Papp 2, immerhin. Ja, ja, das habe ich auch alles. Oh, da war's. Sportkontrolle. Naja, gar keinen Bock drauf, ey. Das ist eine Blödsinn hier drin gerade. Ich denke mal, dass oben gleich was aufploppt. Ja. Danke, Sasuke. Und Dragon. Bleib mal hier oben bei dem Aufträgen. Oder? Und? Kopfgeld? Ja, Kopfgeld, mega Schausal. Vielleicht geht er auch von alleine kaputt. Nee. Nicht. Wie gesagt, schön die Jünger weghalten von dem Vieh. Hat mir ein Moped geklaut. Direkt hin zum nächsten Auftrag. Ja, also hier kriegen wir doch schon einige Aufträge. Wie hat er denn jetzt das Motorrad in die Luft gejagt? Okay. Wer hat was in die Luft gejagt? Er hat das Motorrad in die Luft gejagt, innerhalb von einer Sekunde. Es war voll. Wie das denn? Weiß nicht, er ist irgendwo dagegen gefahren. Das hat er auch noch nie geschafft, kaputt zu machen. Spielst nur eigentlich MW2 Waffen, weil die Waffe auch stark ist. Okay, ich dachte, du bist vielleicht auf Cameo Grind oder sowas. Nein, also wie gesagt, ich teste eigentlich alle Waffen aus, die es hier so gibt. Das habe ich letzte oder vorletzte Woche gerade fertig gemacht mit den MW2 Waffen, die auf diese Biolumineszenz heißt sie, glaube ich, gebracht. Ja, genau, nee, das mache ich gar nicht. Ich bin Cameo Grinder, ich habe über 900 Tarnung. Du hast aber viel Zeit. Eigentlich gar nicht, ich bin Projektleiter und zwar für große Projekte. Ja, also viel Zeit. Nee, also ich schlaf wenig. Ja, das ist aber schlecht. Das ist absolut korrekt. Ja, da kann ich nichts entgegnen. Okay, ein Auftrag. So, Oh, ein Tangi. Kriegen wir den? Ah, ich versuch's. Das ist schon wieder ein Dicker. Alter Schwede. Oh, da ist einer schneller. Da geht was hin, da geht was hin. Vielleicht bist du schneller. Nee. Nicht so aus. Ach! Ich hasse es. Oh, warte mal. Oh, ich laufe. Jetzt aber schneller. Oh. Jetzt sind auf einmal voll viele Aufträge aufgeploppt. Hey, ich nehme den Abliefern hier, ich bin in der Nähe. Ja. Hab ihn.
Ah. Nein. Der hat gewartet, oder? Nein. Ganz fliegen. Ich fühle mich so gemobbt. Warum? Jetzt auch ein Bersänger mit dem können. Da lag ja noch einer. Hatte ich ja, den habe ich dir gegeben. Achso, ja, da lag doch noch einer. Der hier war, ich bin nicht der Versänger-Typ. Ich habe einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, da bin ich gleich rausgebackt, also man konnte mich auch nicht wiederbeleben. Und seitdem lasse ich das. Ja, wobei es ganz gut, weil es gibt einen Trick halt, womit du noch höher fliegen kannst und weiter fliegen kannst, ne? Er hat schon definitiv seine Vorteile, aber ich finde auch, dass du bist so langsam mit ihm unterwegs und ich mag es doch ein bisschen schneller. Also einer bist du. Und Waffenwechsel ist eben auch. Der Waffenwechsel ist echt ein Witz. Ja, das stimmt. Das ist ja jeder Transformer. Aber irgendwelche Nachteile muss ja die Waffe haben. Muss nicht sein. Ja. In meinen Augen nicht. Ja, wenn man so sieht. Aber wenn man von. Also aus Sicht des Entwicklers. Ja. Andererseits, es gibt natürlich Waffen, die sind krass OP, ne? Also die Horus beispielsweise, die ist schon heftig. Ja, die ist gut. Und Kettensäge Aufsatz ist auch ganz gut. Es gibt hier schon Waffen, die sind in Zombies wirklich einfach Messer. Messer? Ja, Messer ist auch ganz gut. Gladiator zum Beispiel ist auch richtig gut. Ich spiele die ganze Zeit nur mit dem Messer. Ich habe auch eine Runde nur mit Messer gespielt. Ist er beim Startpunkt Megabomb? Ja, bei mir. Hast du gerade gemessert? Hast du gerade Mimik gemessert? Ich messe nur. Ich bin ganz einfach mit dem Messer. Beste Waffe. Drei Hits. Tot. So. Nix. Ja, Messer ist auch sehr angenehm zu spielen, ne? Halt simpel. Das Problem ist halt, sobald zu viele Zombies kommen, kann man mit dem Messer leider auch nicht weiter. Muss man ja, wirklich. Ja, du musst halt rückwärts laufen. So drei, vier Zombies kannst du hintereinander, aber mehr. Ein Selfie noch? Ja. Nee, habe ich leider nicht. Sonst werfe ich jetzt eins ab gleich. Rucksack ist nämlich langsam voll. Jetzt mal ein paar Sachen rausschmeißen. Toni, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ob mein YouTube-Stream abgeschmiert ist? Nee. Dürfte nicht. Ich sehe es gerade nicht. Aber eigentlich nicht, nee. Das Einzige, was ich habe, ist
dass ich manchmal die Verbindung zum Chat verliere. Aus welchen Gründen auch immer. Okay, ja. Ja, es kann sein. Dann hatte ich jetzt gerade Internet, aber Internet, ja, ist dann Vodafone bedingt. Oder hier im Ort irgendwas. Aber jetzt geht's ja wieder, ne? Läuft. Hat den Hänger im Stream. Ja, genau. Da muss man den Stream einfach mal neu starten. Oh, drei Stein. Vier, eventuell. Hey. Ausprobieren, ob das damit geht. Was haben wir mit? Einen Affen habe ich. Dann machen wir das so. Na. So, was ist? Ah. Jo. YouTube war das Problem, okay. Nee, aber der Stream hatte auch so Probleme, wurde hier gerade im Chat geschrieben, also, ne? War jetzt nicht von deinem Sohn irgendwie ein Problem ja, oder so. Ja, dann sind wir immer faul, ne? Wir warten dann am Zielpunkt. Ja, ja, mach mal, mach mal. Alte Männer halt, ne? Ja, ich kann in meinem Alter nicht mehr so lang. Ja. Das betrifft viele Dinge. Ja, ja, das habe ich mir sofort gedacht, als du es so betont hast. Hallo, Soko. Hallo? Hallo? Hallo. Das Stream gerade abgeschmiert. Aber warte mal, hast du jetzt gerade gesagt? Hast du jetzt gerade gesagt, du wartest am Zielort? Ja, ne? Mein Gott, da ja. Muss ich mich ja bewegen. Soko, du musst den Stream einfach neu laden, geht's. Naja, okay, ja, du bist mein. Jung, dynamisch. Und wenn ich so auf unseren Kontostand sehe, dann bist du jung, dynamisch und brauchst das Geld. Ja, ich muss ja die alten Menschen bezahlen, ne? Die Rente muss ja bezahlt werden. Ist so. Das nennt sich Generationenprinzip. Ja. Man hat es in der Schule gehabt. Deswegen, alte Menschen enterben. Gib mir eure Häuser. Aber dafür mache ich das hier so hübsch. Ne? Keine Zombies, wo du gegenfahren musst. Es ist alles aufgeräumt hier. Das hört sich gut an. Aber der Stream geht doch noch so, oder nicht? Ja, ja, jetzt geht's ja, wieder. Ja, ich war nur gerade ganz kurz. Alles sauber. Ey, ich krieg einfach nichts, ne? Ich krieg auch nur Rotz. Ich hab also, hier die Well. Ich mal wieder mit zwei Waffen. Wollen wir eigentlich mal Leute mitnehmen oder willst du einen Dreier ran machen? Ja, Dreier ran. Okay. Wir sind doch schon für 5. Ja, dann würde ich so langsam mal einkaufen gehen, glaube ich. Ja, wir sind schon wie 6. So ein bisschen. Oh, ein paar Äpfchen. Der Shop ist natürlich am Arsch der Heide, der ist da hinten. Aber wir können auch einen Auftrag annehmen. Wo gehen wir denn überhaupt rein? Ja, in die neue Etazone. Also ein Geschützeinsatz nehme ich mit für den PND-Auftrag. Das ist immer auf dem Dach, also fast immer auf dem Dach. Geschützt. Ansonsten empfehle ich 2 Juggers und das Kasimir. Was für die, was man logischerweise. Was für die 5? Ja. Ich gehe da ohne alles rein. Ist doch viel leichter. Hat das Leben doch nicht so schwer. Ja, das ist ja nicht schwer, deswegen nehme ich es ja nicht. Das wäre ja sonst so einfach. Ich habe Angst. Ich gehe da immer bis an die Zähne bewaffnet rein. Die Well ist das, die Well 46, mit 2 Waffe. Ich hole mir jetzt, also wir gehen da zu dritt rein, ich gehe da auch sonst alleine rein, also sonst immer. Ja. Warum tut man sowas? Ja, weil, warum soll ich denn mit anderen reingehen, wenn es dann, das ist so langweilig, wenn es so einfach ist. Ja, manche tauschen ja auch ihren Loot. So, das habe ich, der weg. Heftig, also da sieht man manchmal, wie so sich die Ansichten auch unterscheiden einfach, ne? Oder ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also
kann das zum Beispiel jetzt gerade nicht verstehen. Also ich verstehe ja schon, wenn man so Casimir oder sowas mit rein ist. So, aber so eine Vorbereitung für die drei Aufgaben da. Vor allem T4 ist jetzt, also wir haben ja kein Rundsiegel. Ich glaube, da meint, wir gehen noch in eine andere Zone. Die alte. Ja, die alte ist ja auch gar kein Thema. Ja, ich glaube, das meint wir dahin. Denke ich mal. I don't know. Also die Welt, die ist auf jeden Fall besser als die HRM für Elite-Zombies, definitiv. Ich hab nur einen Bounty angenommen. Ja, die ja, schießt ja schneller. In der Hoffnung, Legendary zu finden, ne? Nein, nein. Ja, sagen wir es mal so, die Welt schießt halt schneller. Ja, die ist auch gut, ey. Die ist echt gut. Und da jetzt so ein Endlos-Magazin drauf hat, geht's halt natürlich schneller, weil... Ja, ich hab kein Endless, hab ich nicht. Ja, ja, aber die aber mit Sphäre... ist halt krass. Ey, guck mal, ich hab noch einen Versänger. Herangehensweise, genau. Moin Mario. Ihr Kollege Fizzy. Kann man eigentlich auch im Äther mit einer Klinge gut, also gut leben? Also ja, kann man. Klar, überall. Ich habe tatsächlich mit Nahkampfwaffen hier noch nicht gespielt. Die habe ich ausgelassen bei meinem Kano Grind. Ja, alte Leute können uns ausdrücken manchmal. Das Stärkste, das gibt. Hä? Kann ich mich etwa nicht ausdrücken? Ja, die Waffe, die ist richtig gut, Mario. Unbedingt mal ausprobieren. Ich zeig euch gleich mal Waffenbauplan. Tatsächlich ist es ein Bauplan, ne? Aus dem Dark Rituals noch von MW2. Ganz gut. Ist von der König. König Bundle. Ach, König, genau. König Bundle, nicht Dark Ritual. Oh, König? Ja, sonst würde eigentlich Dark Rituals da irgendwas stehen, oder nicht? Ja, aber das ist vom König des Bundle. Da, wo er diese komische Pyramide auf dem Kopf hat, diese Kapuze. Das war früher ein DMZ-Charakter, als extra nochmal ein Slot. Ja, ist doch Dark Ritual, König. So, dann wollen wir mal. Megabomb zuerst, ne? Ah, die erste leider nicht, Mario. Ja, das Bild. Was will er zuerst? Was willst du zuerst? Megabomb, also hier, Bounty. Nee, zu spät. Gehen wir davon aus, dass es kein Mängler ist. Nee, oh, das ist das erste Mal, ja, dass Junge. Ich... Oha, hab ich noch nicht gehabt. Ich hatte schon alle hier. Ah, ich hatte bisher nur Mängler und Megabomb. Und der verwirrt mich ganz mit seinem Englisch. Weil wir in T4 sind, ich habe nie das Problem wie du in T4. Die Raketen kann ich immer losschicken, aber ich komme nie an die Belohnung. Ja, ist aber so, das Problem mit Raketen, das hat sich ja inzwischen erledigt. Also mit Täuschgranate kriegt man die so super weg hier. Das ist ja gar kein Thema. Ja, die sind ja alle one-hit. Ach, hier von meinem Haus. Leute. Hier kannst du dir nochmal Hunde holen, wo ich bin, ne? Was holen? Hunde? Hunde, ja. Da war eine Hunde. Oder seid ihr schon bei ihm? Wo sind die scheiß Markierungen hin? Da oben. What the fuck? Ja, ja, wir sind bei ihm. Der ist oben auch der. Ja, Alter. Mir wird er wieder. Das ist. Alter, die ist stark. Hohoho. Nimm mal den. Ja, sorry, konnte nicht helfen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Munition hey, bekommen. Wo hab ich das denn jetzt hingehauen? Da. Okay. Jetzt muss man wirklich... Was nehmen wir den zuerst oder welchen? Ja, einen Auftrag hätte ich genommen. Extraktoren mache ich immer zum Schluss, weil es Kackaufgabe immer. Ja, und vor allem, bei den Raketen ist in der Nähe ein Portal. Da kann man hingleiten vom Haus runter. Ja, da hinten meinst du, ne? Ja, genau. Ja, es gibt ja insgesamt 5 Portale hier. Oha. Also ich kenne immer nur 3. Es sind doch 5, ne? 4 oder 5 auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das kann ich dir leider nicht sagen. Es sind 5. Ja,
1. Oder 4. Ja. Ja, korrigiere, es sind 4. 4. Ja, das ist natürlich kein Geschütz hier. Sehr schön. Messer geht ja auch gut. Hat er jetzt einen Chaganut gerufen? Als ich bei der Tankstelle nichts mehr sehen konnte. Wo meinst du, wo war das? Chaganut, geil. Ja klar. Das Geld muss ja irgendwo kommen. Das muss investiert werden. Also ich stelle mich da in der Küche, also wenn ich alleine hier reingehe, stelle ich mich da in der Küche alleine in der Ecke und dann holt sich da alles weg. Ich hab sogar noch einen zweiten mit. Wohl tatsächlich geht das hier. Und hinten am Hafen. Ja und hier, drinnen, ne? Hier noch, irgendwo drinnen. Da ist auch noch ein, auf dem Berg? Ja, Militärrevier. Ja, Wasser. Achso, dann meinst du den hier Richtung Hafen. Wahrscheinlich, ne? Ah, ein Siegel. Sehr schön. Ey, nochmal. Nochmal Muni. Ja, sauber. Aber mein Glück zieht das Spiel das eh ab. Ja, dann drop mir das wenigstens vorher. Ich bin jetzt mal so die faule Sau, die da auf diesem Werbeschild da oben wartet. Ist derjenige mit dem Scorcher, den Teddy oben auf dem Mall geholt hat. Man nennt es auch, also ein Synonym für faul ist natürlich auch effizient. Ja, oder smart. Genau. Deswegen gehe ich auch schon zum letzten rüber. Dann mach den ersten und zweiten. Habe ich schon den ersten. Sagen, ich komme mit dem Messer richtig krass zurecht. Das wäre noch Bike, ja. Ja, Müll. Nochmal Munition. Ich hab Mac auf Folien gekriegt, aber ja, will mich nicht beschweren. Ja, war ein bisschen lau. Ja, egal. Namen Nacktchampa. Dann bleib mal stehen, Marcel. Dann kann ich dir wenigstens schon mal. Ich habe jetzt dreimal Muni bekommen. Was denn? Ach, alles ja, gut. Oh, danke. Ich kann das Zeug ja eh nicht mit rausnehmen. Warum? Ja, weil das, ich hab zu, ja, ich habe zu viel im Lager. Dann nimmt er immer nur 5 Sachen mit oder so. Achso, das meinst du. So. Bam. Namens Snyder. So denn, hat Spaß gemacht. Dann Yo. Schlaf gut. Und ja, du auch. Viel Spaß. Auf ein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Aber trotzdem voll wenig Eliminierungen. Ja gut, wir waren zu dritt, sonst gehe ich immer allein rein. Kann ich alle Partymitglieder mit rausnehmen? Ja, ne? Bei mir ist jetzt... Warte. Ich mache einfach nein. Alles gut. Ich habe gerade hier 54 so komische Level da gemacht. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gemacht habe. Aber ich bin jetzt bei 94. Krass. Eindämmungsstufe. Eindämmungsstufe in einer Runde. 54 Stück, Alter. Läuft. Ja, je mehr Aufträge du machst, desto besser, ne?
Deswegen, also, ja, 20% auf Pack-a-Punch. Fehlen mir noch 6. Alles gut. So. Level 600. Hat Discord ein Update? Ja, machen wir später. So, warte mal, dann wurde die ISO noch angehauen. ISO M-Lock oder ISO MP? 9, ISO 5, nee, ISO 45. Warte mal, die ISO 9mm oder die ISO 45? Ich glaube, die ISO 9, ne? Gut geschrieben. Oh, dieser, wenn er eine 45, 9, keine Ahnung. Ist übel schnell, ja. Sauber, Dennis. Jetzt haben wir auch deinen richtigen Namen. Oder die ISO Hemlock. Nee, ISO Hemlock war es nicht. Da stand ISO 9 oder sowas hinter noch auf jeden Fall. Ich sehe jetzt natürlich den Chat jetzt. Muss ich so weit hochscrollen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Dabel? Nee, warte mal. Und ISO stand da nur, glaube ich. Ja, ISO Hemlock kann ich mir nicht vorstellen. Die Feuerrate ist ja viel zu niedrig. Ja, dafür macht es halt mehr Schaden. So. Ne, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war die 9, ne? Probiere ich mal einfach die 9 aus. Hat die Hemlock ein Trommelmagazin? Ich weiß gar nicht. Ändern. Macht jetzt Soko mit? Ja. Ja, Soko macht mit. Wollt ihr jetzt das machen oder das, was du heute Mittag mir geschrieben hast? Ja, genau. Ja, das würde ich gerne mal machen. Ich nehme die andere ISO mit. Ja, machen wir eine Wurmrunde. Können wir machen. Also, meinst du beim Wurm? Glaube ich nicht. Naja, aber wenn wir reingehen, ist es dann weg. ISO 45. Ah, der habe ich jetzt dabei. Ich habe das so ein schönes Kipfer. Dann nehme ich auch mal die ISO 45 mit. Weil dann könntest du wie immer die USB-Sticks besorgen. In der Zeit mache ich das und dann let's go. Ja. Und da haben wir ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Ich gebe Gas, Trommel. Machen wir mal so. Probieren wir es mal so. Vielleicht nochmal. Brauchst du gerade Waffe? Ja. Boah. Okay. Ob das wohl gut ist? Ich probiere es mal so. Stimmt, man hat ja auch die neuen Aufsätze. Ja, deswegen, also war schon ganz gut. Dieses Mal nehme ich auch High Hour mit. Nee, habe ich nicht. Willst du Molle mitnehmen? Molle, ja. Ja, nehmen wir Molle mit, ich brauche noch einen. Das bleibt drinnen, das nehme ich mal raus, ich gehe direkt mit Pub3 rein. Drauf geschissen. Pub3? Ja. Pub3 haben wir, glaube ich, oder? Wo ist denn der ganze Mist? Tempo Cola. Ich nehme. Kann ich das eine jetzt eigentlich wegpacken? Tauschen. Gegen. Und? So. Was also ich bin startklar. Warte, ich noch nicht. Ich nehme einmal Pub3 Diamant mit und mach's ja gleich auf Gold. Ja, ich bin already. Warte, die Hammer ist mit Vollperks 3, 5 Schuss auf Kopf ziemlich stark. Okay. So, wo ist denn Versänger? Ja, ist ja egal. Ja, mitmischen geht ja leider nicht. Mr. Nice Guy, weil man kann ja leider nur zu dritt rein, ne? Das. Einzig, so was mir halt... Ja, okay, das geht ja eh nicht. Guck mal, wie die ISO 45 ist. Bin jetzt auch mal gespannt. Aber wisst ihr was, wer theoretisch mitzocken möchte, guckt am besten auch auf Twitch dann nochmal vorbei, da ist das mit der Zeitverzögerung nicht so krass, dann starten wir ich suche um 22.30 Uhr ein Game, vielleicht habt ihr ja Glück und seid dann auch gleich mit in Game. Und ich mach mal eben Holy. Jetzt ist doch der Moment, wo wir wieder witzige Dialoge führen, oder? Witzige Dialoge. Wo haben wir das und das? Ein Versänger mal dabei. Gut.
Aber keine goldenen Platten mehr. Egal. Der arme Longbeard, der hat keinen Lasänger. Aber ich kann nichts mehr tragen, weißt du? Ich könnte dir noch einen mitbringen. Na ja, komm, ich nehme noch einen mit. Der Sänger auf Pump. Die Poststelle muss ja auch mal leer werden hier. Ja, Mann. Ich hab da noch so viel Zeug drin. Nö, bei mir ist gar nicht mehr so viel. Also nicht so sehr viel. Was bin ich denn? 60. Ja, wie ich. Ich hab auch irgendwie so 60, 63 oder sowas. Müsste ich noch schiffen gehen, aber mach doch. Zeitlich nicht. Hey, moin Adler, was geht? 2 Minuten. Wie immer. Lass laufen. Dragon fragt, Suka, hast du ein neues Mikro bzw. Headset? Ich glaube, der hat das gleiche wie ich jetzt, ne? Gleiche Headset. Nein, Mann, Adler, ich habe irgend so ein Schmutz-Headset jetzt genommen, aber das funktioniert wenigstens, ne? Ja, immerhin. Ja, dafür Sound halt also, und Krebs. Wenn du willst, kannst du mein altes haben. Ich muss mir ein neues holen. Nein, meins fällt auseinander, ey. Das kann man nicht mehr. Aber das, was ich haben will, das kostet ein bisschen. Das muss ich mir, hole ich mir, glaube ich, noch Ende des Monats, nächsten Monat. Das neue Astro A50 ist krass geworden. Welches? Astro A50X. Das neue, das hat ein Mikrofon jetzt. Hat dieses Mikrofon vom Headset ist so krass. Okay. Ja, krass. 500, ja, kostet auch 550 Euro, Junge. 400 Euro. Ja, das, was ich haben, gut, das, was ich haben möchte, das kostet wenigstens nur in Anführungszeichen 400 Euro. 300 Euro, 300. Moment, das ist halt gut an dem Headset, du kannst es halt für alles momentan verwenden, für PC, Xbox, du kannst halt jede Konsole anstecken an das Headset und halt einen HMD 2.1 Ausgang. In ihr Headset hast du die Goldadler? Das stelle ich mir eigentlich auch cool vor, weil, gut, bei denen habe ich zum Beispiel keine Probleme, dass meine Ohren irgendwie danach wehtun. Das habe ich nicht. Das hatte ich mit meinem ganz alten Headset mal gehabt. So. In ihr Headset könnte ich dir auch welche anbieten. Suchen in einer Minute. Im Sommer. Ja, im Sommer auf jeden Fall. Ne? Ich schwitze nicht so krass. Der Adler, der Sweater. Sweater. Der alte Kiffer. Das hast du jetzt gesagt. Ja, was ist so legal, ist doch nichts Schlimmes, hat er auch selber im Chat geschrieben. Ach so, ey. Jetzt kommt der mit der Legalkarte. Genau, jetzt ja, wird kein Alkohol mehr gesoffen, jetzt wird gekifft. Ja, und wie kommt er auf Arbeit? Würde mich mal interessieren. Wieso? Arbeit? Kannst du ganz normal arbeiten gehen dann? Also, du darfst halt dann wahrscheinlich kurz vorher nicht rauchen. Er fährt ja mit dem Auto, darfst du nicht fahren, ist 2 Wochen im Blut. Ja, aber das gilt jetzt alles nicht mehr. Doch, das gilt. Doch, nein, das gilt noch. Das doch, gilt. Das gilt noch. Ja, das aber nicht mehr so. Also, ich kenne einen, ja, der einen kennt. Ja, der kennt einen. So fängt jede gute Story an, ja. Der kennt einen und der hat seinen Lappen verloren und der hat jetzt einen Prozess, weil es jetzt sich die Gesetzeslage verändert, dass er seinen Lappen einfach so for free wiederkriegt, weil damals die Grenze. Also, die Menge war so gering, dass es zu der heutigen Grenze jetzt nicht mehr passen würde. Jo. Ja. Aber es gibt trotzdem keine Regelung. Also, es gelten theoretisch immer noch die alten Werte, aber wahrscheinlich wird es immer wieder gekippt werden, wie auch immer. Wie früher. Flasche Wodka in der die Birne, ja, haben wir früher schon so gemacht. Fitzi, du gehst aber ganz stark auf das Autofahren die ganze Zeit ein, ne? Jedes Mal, wenn das angesprochen wird, ich hoffe, er fährt kein Auto. Ich hoffe, du fährst kein Auto. Na klar, weil da passieren die meisten Unfälle. Ja, mit Alkohol genauso. Aber deswegen, ich mach beides nicht. Ich finde beides scheiße. Deswegen nehme ich Koks. Ich nur Pep. Ja. Ist nur die billige Version davon. Das kam gerade so random. Hast du Pep für mich? Nein, Finger weg von Drogen. Schädlich. Ist noch Pep da? Nein, wir haben kein Pep mehr. Scheiße. Jungs. Meine Droge ist Essen.
Ich hab dir irgendwie was geschickt. Deine Droge ist Essen, also ist deine Droge auch Fettleibigkeit. Oder? Ja, das bin ich leider nicht. Leider. Willst deswegen, du fett sein? Deswegen laufe ich jetzt auch einen Halbmarathon. Weil ich, oh nein, Paketverlust 6%. Oh nein. Paketverlust ja, 0%. Ich muss halt spielen, weil... 8%. McQueen, gebe ich auf jeden Fall recht. Ist auch so, das ist einfach Fakt, ne? Nur wenn sich der Bar... Ich miete mich mal ganz kurz. Also ich finde auch, bei dem Thema ist, das wird immer alles so, also Kiffen wird immer so platt gesprochen. Ich habe selber ja im Krankenhaus gearbeitet und dass das immer so verurteilt wird. Und wisst ihr, warum das so verurteilt wird? Weil das einfach kein deutsches Gut ist. Alkohol, Bier ist deutsches Gut. So, das ist Tradition, das gab es schon immer. Fertig, aus Ende. Deswegen wird es auch überall in der Gesellschaft akzeptiert. Ja, also man schaut nicht den Besoffenen, schaut man nicht so komisch an. Den Kiffer dagegen schaut man komischerweise doch komisch an. Warum auch immer, ne? Nee, ja, was heißt warum auch immer? Weil eben gut. Deutsches Gut. So. Ey, gib mir die Molle noch. Nein! Was willst Nein. du? Gib mir die Molle. Ja. Jawohl, dankeschön. Und dann muss ich hier hin. Oh. So, alles ausstatten. Ich gehe ins Lomo. Ja. Ey, nehme ich doch ein bisschen mit. Ach so, ja, ich dachte, du läufst gerne, deswegen. Ja. Ey, machst du USB-Sticks, oder? Nein. Nein, okay. Dann nehme ich mit. Wir haben ein Fahrverbot bekommen, wenn man Betrunkene mit dem Fahrrad erwischt wird. Boah, das ist ein schwieriges Thema, da will ich eigentlich gar nichts zu sagen. Weil da teilen sich die Meinungen. Das sind auch so Themen, da kann man 10 Jahre drüber diskutieren. Man kommt am Ende einfach nicht auf einen Nenner. Es ist jetzt gerade auch in Bezug auf Kiffen beispielsweise. Jeder hat so seine Meinung dazu und man kommt einfach nicht auf einen Nenner. Ne? Irgendwann ist es dann soweit, dass es dann einfach integriert ist in unsere Gesellschaft und da spricht man nicht mehr drüber. Ist so wie Corona, kannst du sagen. Alle haben anfangs wegen der Maske geheult und irgendwann, ja, nach einem Jahr oder sowas, ne, war es dann, ja, das war einfach normal. Dann hat man natürlich gesagt, boah, ich wäre schon froh, wenn man ne, die Maske mal endlich los wird. Aber, ja. Ja, wir versuchen gerade einen Glitch. So. Namens Legendo. Jo, jo, jo. Wir versuchen eine legendäre Waffe auf Papier zu bekommen. Also Papier in Anführungszeichen. Auf jeden Fall schauen wir meine Hände an. Guck mal. Ja, das ist eine VR-11. Da ist eine Pap-3-Waffe und da ist eine Random-Waffe. Ja, Mann. Das hat schon mal funktioniert. Ja, drei Waffen hast du jetzt. Ja. Warte. Also man kann nur 2 Waffen haben, ne? Irgendwas ist schief, ne? Moin, Bobby. Ja, gespannt. Wenn wir es dann alle machen und alle mit der VR-11 oder sowas. Ja, das wäre natürlich wieder... Aber glaub mir, einer reicht. Ja, alle. Wir machen das alle. Es ist noch lustiger. Ja, dann brauchen wir ja noch... Haben wir noch Jugs? Ja, holen wir. Ja, einen können wir schon mal holen. Ja.
Ja, die erste kriegst sowieso du. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt mich schneller bewege, fliege ich raus. Aber ist mir eh wurscht. Ich habe noch einen Juggernaut dabei. Einen habe ich noch. Aber du kannst ja nur. Achso, ich habe jetzt auch wieder nur. Ich ja, genau. Auch. Passt. Burst. Ja, aber wie soll ich dir die geben? Bobby, das Paket haben wir ja schon. Also Fitzi und ich. Sieht gut aus. Was denn? Ja, ich will die dir geben. Ja, genau. Ja, einfach droppen. Ja, auf dem Boden eine andere Waffe hin und dann. Ah ja, moin. So, Spaß. Top 3. Ach, die ist jetzt schon auf 3 gepuncht, oder wie? Ja, genau. Ich hab alle also, früh gemacht. Ja. Hier halt, ja. Also Mega Scheuser, sagst du jetzt mal? Ich alles, hab jetzt noch alles, einen Juggernaut, soll ich dir den geben, oder wie? Ja, gib dir mal Soko. Hast du noch einen? Ja, ja Soko, dann Berserker, ja. Berserker ist auch mega krank. Ah nein, das geht, aber warte mal. Ich hab kein Legitool mehr. Ah, hab ich leider auch nicht. Ja, weil dann lohnt sich's nicht, hörst. Ich hätte hier jetzt einen Auftrag angenommen. Wir können es halt auch blau machen oder so. Ah, der war von jetzt noch, ja. Aber den können wir ablehnen jetzt. So, jetzt bin ich aber gespannt, ey. Jetzt erwarte ich. Ja. Moin, ja, okay. Fight for Life. Ich geh direkt Zone 3. Ah, schon wieder voll, ey, aber. Ja, egal, Megascheuser wird da schon rumrennen. Also, Megascheuser muss man aber auch kritisch treffen. Ja, ja, so wie oder damals. Recht, okay. Also, wenn er Fresse aufmacht, dann reinhauen. Ja. Also, Mangler, nee, nicht Mangler, der Mimi und der Jünger waren, glaub ich, 1 oder 2 brauchst halt immer. Jo. Mef Medo, danke dir für dein Follow. Alla, was ich dich noch fragen wollte, Giga Cube, funktioniert das bei dir top? Weil ich muss leider auch mir ein Giga Cube holen, weil ich auf Glasfaser, bis das verlegt ist und, kann ich nicht warten. Muss halt mal gucken, was bei dir das beste Handynetz ist. Ja, 5G. Nee, das, nee, oder was meinst du? Ob Telekom, Vodafone, O2, was bei dir der beste. Ach so. Was die so Netz bei dir haben. Aber ich hab doch Megascheuser jetzt gehört eigentlich. Etheris. Oh mein Gott! Ist das easy? Ja, anschauen. Junge! Komm, mach das nochmal. Zu mir noch, Alter. Das sieht so geil aus auf dem Video auch, ne? Heftig. So gut. Dann mal High Ground. Ach, lass mich doch jetzt mal. Der hört auch gar nicht auf, ne, mit dem scheiß Zuschnappen. In unseren Glanzzeiten haben wir One-Shot manchmal hingekriegt, ne? Ja, 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 also. Mal gucken, ob das immer noch hinaus. Two-Shot, hab 3 rausbekommen. Was soll ich dazu sagen? Ach, war es echt jetzt? Ja, Pap 3 direkt vom Megascheuer, obwohl das keine ja, AZ oder sowas war. Ich sag doch, die Runde wird mega. Heftig. Leider keine goldenen Platten. Da hinten. Okay, mega scheiße, alle als HLZ. Jetzt bin ich mal gespannt. Mit einer Antenne doppelt so viel MB. Keine Ahnung. Also die alte da von Vodafone, die hat mir auf jeden Fall gesagt, 300 Mbits Download-Geschwindigkeit. Damit kann man das so vergleichen. Also noch in meinem Bereich. Länger. Ja, genau. Nee, nur beim Strahl. Oh, fuck. Ah, ich hab auch kein Selfie und so dabei. Danke. Ich hab einen Hund. Das ist ja... Er macht der bei HFZ auch zu, oder wie? Mal den Mund auf. Oh, scheiße. Keine Platten mehr. Ja. Könnt ihr auch noch nachladen. Oh, danke. Bitte. Aber warte mal, der ist kacke mit dem Hund, ey.
Ja, weil er dann nie ballert, ne? Ja, so kein Stahl. Ne? So. Jawohl. Ja, moin. Der Hund macht schon. Aber das ist auch sehr limitiert. Das wird es wirklich bald nie wieder geben. Ja, wahrscheinlich. Geisteskrank. Ich hab schon mal ein Segel. Ja. Aber meinst du beim roten Wurm? Beim roten Wurm hat das damals auch keinen Schaden gemacht, ne? Schaden auch sichtbaren Schaden. Aber halt, der hat halt viel zu viel HP. Ja. Aber da könntest du den Buff ja an uns weitergeben. So diesen Dings-Buff, ja, ja. Oh. Aber ist jetzt schon auf 3 gepuncht an der Maschine? Ja, es ist. Also mit Legi und Punch 3. Ne, ich hab Kristall reingehauen. Ich hab alles zweimal mitgenommen. Achso, das ist nicht. Okay, so kann man auch ganz gut spielen, ja. Ja, ist nicht schlecht. Bitte. Ja, definitiv. Aber mir leckt halt ein bisschen, dauert ein bisschen, bis die Gegner auf einmal umfallen. Peace hier so stark sind, das ist ja sagenhaft. Alles gut. So. Ich habe jetzt hier noch einen Chuck. Wer braucht noch einen Chuck? Negativ, ja, wobei, ja. Nehme ich da noch mit. Schenken Gaul. Mega scheiße sein, oder? Da haben sie es kaputt gemacht. Nach vorne links, da der Kopfgeld ist, ist doch immer mega scheiße an dem Tor. Ich habe mir mal eben bei Wunderfissee trinke. Genau, früher hat die VF keinen Schaden gemacht am Wurm. Ja, vielleicht hat sich das geändert, ja. Probieren wir mal aus. Da muss ich aber. Ja, warte mal, wer hat einen. Wer Sänger? Also irgendwer, der einen Sänger hat, müsste die Sticks dann holen. Weil wenn ich loslaufe, das dauert ja 10 Jahre. Oh nein, ich hänge irgendwie fest. Boah, ey, was will ich doch heute so müde? Ne, da. Hier unten. Lass auch in die Zone gehen und dann schauen, was passiert. Aber normal, die müsste dann weg sein. Ganz vergessen, dass ich ja die VR11 habe. Die macht das ja alles. Ist ja gar kein Thema. Überleg mal, als Solo-Spieler wäre schon krank. Ja, Solo auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich kein Megascheuser, ey. Oder irgendwie was anderes. Aber HZ-Aufträge sind ganz gut. Beim Jünger wird mich das nochmal interessieren. Hier ist eins. Hier ist ein Dings-Scheuser. Unter der Brücke, weißt du? Was, beim ja, Jünger? Ja, ja, sehe ich, ja.
Beziehungsweise höre ich. Oh, Junge! Ja, finito. Ja, tschüss. So, HZ da hinten. Mega Schleuser schon wieder. Stell dir mal vor, nimm mal leeres Magazin hier mit der VR11, dass man gar nicht nachladen muss. Ist ja auch ganz gut, wenn es gehen würde. Ah, ich habe hier eine Zipline. Oh. Kein Thema. Aha. Durch das Portal hindurch, sagst du. Das ist so geil. Ah, da ging's. Ja, da habe ich glaube ich selber jetzt verkackt. Ich weiß es nicht. Hört ein, aber auch nicht ein. Also. Das rennt ihr einfach hinterher. Ja. Wie so ein großer Hund. Ah, ja. Das ist auch die Hundehütte. Nachladen. Darauf zu warten? Ja, mit dem Hund ist das so kacke, ne? Ihr Cheater. Ihr Cheater. Ach, der Hund kackt wieder rein. Ist ja, der Hund? Hund kackt rein. Ich weiß nicht, wessen Hund das ist. Ja, meiner nicht. Ja, warte, der fliegt weg. Ja, komm, ist der weg. Dann soll er kaputt gehen. Da jetzt, mein Gott. Eins, schade. Einfach recht wie der scheiß Hund. Dass man den nicht einfach wieder wegschicken kann, weißt du? Ja. Ab in die Vorhandlung. Jo, rein, Mario. Ach so, macht einer gerade Sticks? Zufälligerweise? Ja, siehst du mich nicht auf meinem Hexenbesen? Ach da, jetzt sehe ich dich. Doch. Ja, ich habe die schon gesucht, deswegen. Da kommen noch mal weitere Aufträge. Oder weißt du, wo die sind? Ja, ich hab schon. Ach so, in der roten Zone? Ja, dann mach mal. In der roten Zone ist hier vorne bei euch. Ja, vorne dann direkt. In dem Puppenhaus. Auf der Kuppe. Oh, da war auch einer gerade dran. Kann auch sein, dass irgendwer anders auch den Wurm machen möchte. Geh mal den Sturmrufer. Ja, den können wir auch mal eben machen. Warum nicht? Wo ist denn überhaupt der Wurm? Ja, Konsole in Abklingzeit. Der Wurm ist hier. Also hier in der Zone. Wenn schon. Wenn Konsole im Abklingzeit ist, dann... Ja, ja. Deswegen... Macht er auch gerade den... Bubbelkurva! Danke dir deutlich abnormal für die Spinne. Bobber! Bobbel. Wenn der Sturmrufer noch da ist. Ist er noch da? Ja, dann ist er. Nee. Ist er nicht. Hat, denke ich mal, schon jemand gemacht. Scheint so, ne? Nein, doch, da ist er. Er fliegt dir hinterher. Ja. Na, bleib stehen! Oh, ich bin so schlecht mit der V11. Oh. Drei Shots. Das ist natürlich. Ah, okay. Wenn das zwei ist... Shots. Zwei Shots. Was hast du gemacht jetzt? Zwei Shots. Guck mal, der DG2. Die kann man auch ganz gut nehmen. Ja, aber die ist schon ausgepackt. Ich will schon selber auspacken. Krass. Ja, den Wurm machen wir jetzt auch. Ah, Digga, das war ja gerade crazy. Also, wenn du triffst, zwei Shots. Tja, und die ISO, die ist auch ganz gut. Also, ja gut, 202 Zombies. Muss man natürlich auch berücksichtigen.
Okay, Karre kaputt. Ist der Kiffer gegen die Wand gefahren. Habt ihr Zone 3 den USB-Stick? Ja, hole ich jetzt. Ich hab ihn. Ah, okay. Dann haben wir alle. Oh, perfekt. Ja, wir haben ja noch 25 Minuten. Achso, den Wurm. Achso, das meinst du. Das war eine Frage, auch die Lettendreher. Nee, den Wurm kannst du vorher nicht machen. Das geht nicht. Also du musst wirklich warten, bis die Zeit bei Null ist und die Ether-Zone sich ausbreitet. Erst dann geht's. Vorher nicht. Muss er denn überhaupt? Ah, oh, nee. Mega. Was denn? Wurm? Der Wurm. Ja, da direkt in der Zone auch. Ach, da. Perfekt. Also wir können dann direkt starten. Ach, der mit Null Deckung. Ja, genau. Am Mangler dauert ein Ticken länger. Das waren jetzt 3 Schüsse, aber ich glaube, da braucht man auch nur 2. Mangler, ja. Mangler war der stärkste, ne? Ja. Habe ich vorhin auch bemerkt. Dass man pro Muni-Depot was. Also. Dass man da nur einen Schuss bekommt für die VR11. Eine Frechheit. Ja. Meinst du Muni, die auf dem Boden liegt, so? Ja, genau. Ja, Mann. Also mit der VR11 muss man zum Munilager. Ja, und die andere Waffe, die so rasiert, ist dann halt noch der Versenger. Der Versenger, der zerfetzt sauer lässt, nur halt im Strahl. Wieso macht sogar noch mehr Spaß? Ja, ich kann es leider jetzt nicht so testen. Ja, Birdo, lecke bitte! Danke dir, Ada. Bopper! Dass wir uns das nochmal anhören dürfen. Jo, Eisbär, gute Nacht, bis dann. Ja, heftig. Guck mal hier. Ah ne, Waffenversteck habe ich gerade keinen Bock. Ich würde gerne jetzt nicht den Wurm machen. Also ja, können wir machen, also mir ist das egal. Sollen wir den darauf beschwören? Das wäre cool, wenn es eher gehen würde. Ja, Mann. An die DMZ Halloween Events erinnern. Ja. Die waren eigentlich schon richtig witzig, ey. Darauf hätte ich mal wieder eine Runde Bock, ey. Ja, kommt mit Sicherheit wieder. Der Mumie und mit dem Butcher dann da drin. Das war schon alles. Das war schon gut. Aber das war halt so das Letzte, ne, was dann von DMZ so richtig kam. Und dann war Season 6 und das war dann finito. Leider. Weitergang, ey, das war schon pervers, viel was da kommen ist dann in der Zeit. Ja. Almasra bei Nacht, ja, das war ja auch richtig geil, ne? Also das war einfach mal was anderes. Es war ultra viel PvP auch, aber es hat Spaß gemacht. Ja, wirklich schade mit dem Set, aber
Es kommen dafür irgendwann andere Games raus, die man so zocken kann. Abwarten. Die Jumpscares vermisste. Ja, die waren auch gut. Also anfangs habe ich mir auch in die Hose geschissen, aber dann irgendwann nicht mehr. Peng, peng, peng. Ja, viele zocken wieder DMZ. Vielleicht haben die ja die Hoffnung, dass Activision das dann irgendwie erkennt oder sowas und dann wieder mit einführt irgendwo in den neuen Call of Duty Teil oder so. Keine Ahnung. Oder als eigenes Game. Wäre eigentlich auch eine Idee, ne? Ja, Mann. DMZ 2.0, das wär's. Stermann, das kann ich dir nicht sagen. Also Mitgliedschaft, Bezahlmethode und kann ich leider nicht sagen. Müsste aber eigentlich funktionieren. Kann man eigentlich machen, ja. Auch noch zwei, sehr schön. Noch ein Selfie. Da freue ich mich. Na, Selfie bräuchte ich mal. Ja, hier. Ich hab nur eins. Danke. So, warte mal. Weiter geht's. HZ, kommen wir da hin. Du zockst nur noch DMZ, um Max Level zu werden. Ja. Welches Level hast du denn von 1250? Ich muss sagen, aber die Waffe, die fit sieht auch ganz extrem. Oh nein, da war schnell. Spornkontrolle nur. Boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist so ein Auftrag. Also, das könnt ihr meinetwegen rausnehmen und irgendwie zwei, drei neue Aufträge reinpacken. Da ist noch ein Megascheißer. Ja. Ja. Wenn mein Mensch jetzt gleich sich entscheidet. Okay. Jetzt hier hochgehen. Ey, ich komme einfach nicht hier vom Dach runter, ne? Aber nicht möglich. Ach scheiße, gerade haben wir dann zugemacht. Ja. Also wenn er sein Maul aufmacht und das vorher schon lila war, dann gibt es zusätzlich kritische Punkte. Oder kritische Treffer. Der war jetzt gerade mit einem Hit fast down. Ja, das ist das, was ich immer gemeint habe, ja. 978, welchen Skin gibt's denn? Bei 1250 oder was? Gibt's einen Skin? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt ein paar Monate her schon. Mit MW2. Und generell mit Max Level. Das zu erreichen. Mimika. Sehr schön. Einen Bauplan. Ja. Grabschmuddel auch noch. Jo. Ja moin, warum drei gleichzeitig? Wie habe ich dir drei gleichzeitig getroffen?
Das ist halt nur auf Papier möglich, weißt du? Profis verbieten diesen Trick. Ja, Mann. Dragon, wann 24-Stunden-Stream kommt, muss ich mal gucken. Dann, wenn ich richtig viel Zeit habe für. Sasuke, ja gut, aber dieser PvP-Modus für MEZ, der ist ja dann, das ist ein eigener Modus, wenn dann. Ich persönlich finde es nicht schlecht. Komm, ist der Action 3, bisschen Stimmung. Boah. Na, mach im Juli, habe ich Urlaub. Ja, ich habe jetzt, ja, warte mal, ich müsste das eigentlich Mai. Ich habe jetzt Ende, ich habe nächste Woche Urlaub und die erste Woche Mai. Ja. Theoretisch. Ja, nee, das geht nicht, weil ich umziehe. Ich werde auch erstmal kein Internet haben wahrscheinlich. Wobei, wenn ich mich jetzt drum kümmere, dann muss das alles klappen. Achso, wenn du dir einen Gigacube holst, dann ist es ja ratzfatz fertig. Ja, dann ist das sofort einstecken und gut ist, ne? Ja, nur eine. Ja. Also wenn, dann würde ich tatsächlich erst, würde ich einen 24-Stunden-Stream im Mai, erste Woche machen. Am 1. Mai bin ich gerade auf dem Rückflug. Ja, so 1. Mai, ich meine jetzt nur im Mai. Erste Woche Mai, meine ich. Kann ich auch 30 Tage testen, die GeoCube? Ja. Mache ich definitiv, also wäre das so scheiße. Wie gesagt, also ich will schon eine Downloadrate also von 300 Mbits, also mindestens 250 Mbits, wie ich das jetzt habe, möchte ich das mindestens haben. Anders ist das sonst Müll. Ach, das gibt's doch nicht. Weißt du... Der zieht so hart von da oben, ey. Das ist ja sagenhaft. Was haben wir noch? Oh, voll lange, ey. Ja, wollte ich auch sagen, das dauert voll lange. Braucht einer einen Punch 1 für einen Versänger oder so? Nee, nee, nee. Moin, ey. Jetzt brauche ich erstmal Munition. Noch mega Scheiße. Ey, warum schieße ich? Ich kann das nicht mit der VR11. Ich treffe einfach sein Maul nicht. Ich bin dafür zu schlecht. Die Waffe, die ich schieße, aber auch so behindert. Komm. Mach mal richtig auf die Schnute da. Jawoll. Noch ein Chuggy. Hä? Ich habe gar nicht geglitscht. Ich habe gar nichts gemacht. Habt ihr irgendwas im Stream gesehen, dass ich geglitscht habe? Ah, hier, Soko. Wüsste ich nicht. Ah, danke, Digga. Ne, die Segel noch mit. Wenn wir danach noch was anderes machen wollen, nach dem Wurm. Wie sich jeder auskennt. Ja, hier, ne? Lass mal. T5. T4.
die Waffe, die fällt sich so nach oben irgendwann, ne? Welche Zone willst du dann? Ja, weiß nicht, neue oder alte, mir ist das egal. In die neue kann ich nicht, da muss man anders das Siegel nehmen. Warum kannst du nicht? Das ist noch nicht freigeschaltet. Ach so, ja, das ist kein. Ach so. Das ist ja kein Problem. Ja, dann müsste wir anders das Siegel nehmen hier. Ja, geht doch, ja. Ich hätte auch noch ein Holz noch. Ist mit. Okay, dann. Achso, ja, hä? Achso, nach dem Wurm oder was? Ja, ja, nach dem Wurm noch. Ja, 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 okay, okay, alles klar. Moin, Michael. So, wo ist denn der Shop hier? Ja. Weiß nicht, aber keine der Wunderwaffen habe ich jemals so richtig gefeiert. Ja, gut, wenn du die auf, in Anführungszeichen, Papier hast, so wie hier jetzt, so sieht die natürlich nicht aus, die Waffe. Beziehungsweise doch, aber nicht mit legendärem Tool. Dann macht das doch schon Spaß. Also was heißt Spaß? Das geht einfach viel, viel schneller, ne? Ja, wir sind alleine, so gut wie. Die meisten sind schon rausgegangen, kein Bock mehr. Jetzt kriegen wir nämlich die guten Items. So, zwei Geschütze kann ich mir kaufen. Maske habe ich. Ich habe jetzt drei Geschütze. Ich glaube, das kann ich rausschmeißen, oder? Ah, ne, das nehme ich halt mit. Ach, das kann ich verkaufen. Nochmal. Zack. Dann nochmal drei Geschütze für die Hausende. Ich habe drei Geschütze und vier Kasimir ist noch mitgenommen. Jo. Am besten schnell Tarnung freischalten für Borealis. Frag sie den falschen. Ich mach das nicht. Am besten immer die. Borealis ist der Zombie, oder? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Glaube. Ja. Dann Exfil, Zombies töten erstmal und dann muss, kommt drauf an, ob du 10 Jünger töten musst, 10 Mängler. Du musst halt suchen. Ja, wir können gleich direkt zu Beginn direkt starten, das ist das Gute. Da ist der Punch. Komm, ich punche jetzt den Versänger nochmal auf 3. Da macht er auch gut Damage. Durchhalteauftrag in der gelben Zone und ACV in der grauen. Ja, ist auch eine Idee, ne? Kommen auch viele Zombies. Ja. Ja, einfach nur trinken. Ah, herrlich. So, Hunde haben auch zwei zum Wiederbeleben. Ja, dann steht dem nichts mehr im Wege. Platten habe ich 5. Langlebige Maske habe ich auch. Moin, Fiu. Ah, moin. Ja, hallo, Soko. Ich der Erste. Ich Absicht. Ja, dann lass doch mal schnell mal den Sturm-Esel töten. Haben wir schon. Geht der Esel, der ist schon lange tot. Ach, der ist schon tot. der war fast one-hit. Mit dem Kettensägenaufsatz. Ja, was? Es wurde mal gesagt, dass man die AFK farmen kann mit dem Kettensägenaufsatz.
Micha Funken, danke dir für dein Abo. Komm, den machen wir auch noch. Ach du Scheiße. Oder auch nicht. Zack, weg ist er. Sturmese. Wann ist Doppel-EP? Morgen oder Freitag? Ich glaube, ich. Ab Freitag. Freitag, ne? 19 Uhr, 18 Uhr. In der Regel. Ich bin leider nicht da, ey. So eine Kacke. Freitag, Samstag, Sonntag nicht. Ich auch nicht. Nein, Schmarrn. Ich hab dafür was Schöneres. EP für mich. Schöne. Schöne Lady Boys, ich bin neidisch. Schöne Lady Boys. Ja, das kann man wirklich pimmeln, ne? Caesar. Taktische Haltung. Gut. Auf jeden Fall. Ja, ich habe Tastenkombination an meiner Maus. Oh no. Ihr könnt mich altmodisch nennen, aber ich stehe auf Frauen ohne Penis. Hallo? Willst du etwas sagen, dass du etwas gegen LGBTQ hast? Ein Parteier wäre genau das Richtige für die schönen Villa Germania. Gleich mal gespannt beim roten Wurm. Ob das Schaden macht oder nicht, ne? Toll, hat nicht gereicht. Schnell mal schweben und aufs Klo gehen. MacT, danke dir für dein Abo. Ich glaube, die VRL4-App ist buchstäblich Wurmkur für den Wurm. Ja, das stimmt. Ja. Wurmkur für den Wurm, ja. Ein super Vergleich. Was hast denn du eigentlich? Was denn? Oder wir hatten den Chip in von Zone 3. Doku. Ich? Was hast du Delta, wa? Ja. Ich hab doch Zeta. Zelda. Gut. Zelda, ja. Zelda. Help me. Ja, wo help me? Ich hab den roten Stick aus der Zone 2. Ja, ich bin auch auf den Schaden gespannt jetzt gleich. Ach, er liegt hier. Ah ja, das schaffe ich leider nicht. Obwohl, ne, der bewegt sich. Hä? Wo liegt der denn? Also, da hinten ist auf jeden Fall das erste Ding. Das
Das auf jeden Fall gezündet werden muss. Und dann direkt hier bei mir. Wir hatten hier den Stick. Was ist das hier? Ich brauche mal Bravo. Ja, komm her. Hinter dir. Hast du... ja. Elik Bravo. Das ist perfekt. Dann kann ich das kann noch ein paar Platten aufnehmen. So, weil wir können nämlich da hinten, wie gesagt, ich weiß nicht, wer den Stick ich kann hier hat. Auch gleich. Weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte von Ding sein. Von Soko. Nee, Zoko tauschen. Charlie. Ja, wir müssen tauschen. Jo, ich komm nicht ran. Hier fehlt jetzt noch der da hinten. Mr. Nice Guy, yo, alles klar. Hau rein, bis dahin. Gute Nacht. Oh, Tarnung falsch, Alter, zu schnell geht's. Oder wie? Braucht er denn so lange? Ah, der ist halt schüchtern. Ja, so. Boah, Junge! Ja. Passiert da was? Da passiert was. Wenn er ruhig hält und man trifft, ja. Aber man muss wirklich... Ja. Guck dir das an. Warte. Oh fuck, scheißegal, wo du hinzielst. Ey, mach das mal ein bisschen die Bosse weg. Find die, mach mal Dings, Aura. Das ist ja heftig. Fitzi? Haben wir einen Hund? Oh na, Fitzi? Fitzi, Fitzi? Fitzi hat Juggernaut gerade an. Aber haben wir einen Hund noch? Ja, haben wir. Oh, okay, krass. Hast du Fitzi gerade als Hund beleidigt? Nein. Der hat gerade Heilaura gemacht, oder? Ich hab Heilaura gemacht. Sag ich doch. Guckt euch den Schaden an. Schießt die da überhaupt drauf? Nee, ich bleib da eigentlich. Ich versuch zu überleben. Junge, was ist das denn für ein Schaden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin doch am Arsch. Wenn die mal hier Platten fallen lassen. Unnormal. Unnormal. Fertig. So, ab in die nächste Zone. Das war jetzt echt schnell. Das war jetzt wirklich schnell. Also dafür, dass ich nur drauf geschossen habe. Ja, also ich hab nichts gemacht. Ich hab nur minimal. Immer. Soko fliegt rüber. Ja, Sängerpläne, ja toll. Na, brauche ich auch nicht. Mhm. Können wir noch Geschütze mitnehmen? Ne, die können wir nicht einpacken. Nee, oder? Nee. Aber vielleicht, warte mal, in die Hand nehmen. Ich nehme mal eins in die... Warte mal, ja, ich nehme es auch in die Hand und du gehst dann durchs Portal später. Jo, mach mal. Warte mal. Ich sag's dir, dann sind wir alle mit Juggernaut laufen dann rum. Ja, Soko, du musst los. Soko, du musst los. Warum muss ich los? Ja, du hast das Siegel. Ach so, du hast das Siegel. Ja, Soko muss auch machen in die, oder? Ja, in das hier vorne. Ja, genau das hier. Das, was auf dem Berg ist.
Er steht und chillt. Ja, ja, ich chill halt da, ja. Ich dachte, einer von euch. Nein, meine Geschütze liegen kaputt. Ja, du hast doch, hä? Vizi, du hast doch mit ihm gesprochen gerade darüber. Ey, du doch nicht so, als hättest du kein Siegel dabei. Ja, hab ich. Aber ich hab kein Wellsänger. Du alter Sparfuchs. Warum? Ich kann keine Geschütze mitnehmen. Egal. Ich hab meins in der Hand. Mal gucken, ob du. Ey, ich würde das auch gerne machen. Nee, hab ich nicht. Also geht nicht. Bei mir sitzt ich hab eins dabei. Ich bin mal gespannt, was bei dir überhaupt passiert. Warum? Ach so, wegen der Waffe? Ob die ja, weggeht? Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, ja. Oh, ich sterb auch noch. Nein. Ja, ist nicht schlimm. Kommst trotzdem mit rein. Also, als Sandsack. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn die Waffe jetzt immer noch hier ist, dann... Ja, aber hier bringt sie weniger was, ne? Also beim roten Wurm war es jetzt... Da war es OP. Ja, Mann. Das ist eine Spritzpistole. Aber dann habe ich, guck mal, dann alles abgehackt heute, was ich machen wollte. Gute MPs jetzt. Die VR11 so. Boah. Ein Paketverlust 0%. So. Latenz 10. Hätte ich keine 300 mehr. Das war jetzt echt furchtbar, das zu spielen. Ich habe die Runde nur Müll gekriegt, muss ich ja mitten sagen. Ne? Ja, ich auch überwiegend. Wenn man mitspielen kann, also man benötigt eigentlich so eine kleine Mitgliedschaft, die LBK-Mitgliedschaft, 99 Cent. Und theoretisch ist es dann möglich, zu 100% aber trotzdem nicht. Ne? Also manchmal, an manchen Tagen sage ich, jo, okay, man kann jetzt mitzocken, an manchen Tagen wiederum halt nicht. Dann ist das so wie heute, ne? Dass ich dann jetzt gerade mit Randoms erstmal Solo gespielt habe, dann mit Randoms und jetzt mit Soko und Fizi. Ne, und wenn man jetzt beispielsweise Elite-Mitgliedschaft hat, dann kann man eigentlich, wenn es vorher abgestimmt ist und sowas, kann man auf jeden Fall jederzeit eigentlich mal mitspielen. Ja, was ist? Wer schießt auf mich? Ich hab noch einen Sänger für dich, wenn du Bock hast. Achso, nee, ich hab hier die VR11. Ach nee, die hab ich nicht. Hab ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Du hast irgend so einen Schmutz in der Hand. Ja, wieso, ist auch gut. Schade. Ja, das ist echt schade jetzt, ja. Ich weiß nicht, könnte ich eventuell auch mal hinkriegen, dass das mitgeht, aber... Ja, das würde theoretisch auch ausreichen. Also, es ist noch nicht mal zwingend, also für MWZ ist das noch nicht mal so zwingend nötig, nötig. Ich habe das nur gemacht, weil eine Zeit lang war die Nachfrage so hoch. Und das muss ich halt irgendwie, ja, so ein bisschen mit unterbinden. Und so wollte ich das machen. Ist aber tatsächlich nur im MWZ möglich, halt, das mit Zocken. Eine Elite-Mitgliedschaft ist in allen Games möglich. Ja, die andere Waffe, Adler, weil es mit der VR11 hier nicht geht. Das ist ja ein Glitch, ne? Und ja, deswegen andere Waffe. Will er denn von mir da? Ja, keine Ahnung. Der soll mal lieber. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, also man kann mich einfach enden, ja. Ich sag gleich nochmal kurz zum Ende meiner ID. MTZ Interceptor, ohne Aufsätze. Aber Hauptsache Pub 3 und legendäres Tool drauf. Ist das dämlich. Oh man. Guck mal, Truppe kann man hier nicht verlassen. Gott sei Dank. Wäre auch ein bisschen komisch. Ich das kurz ausnutzen. Zack. So, ich schon mal kurz hier oben. Ah, man, guck mal, das Ding schwebt über euch für Getränke. Das schwebt hier in der Luft. Komisch. Ach, kannst du ja Gesöff holen. Nein. Man auch sagen muss, die ISO spiele ich nur mit epischen
Ether-Werkzeug, noch nicht mal als legendär. Ich finde jetzt schon legendär. Also, die, gut. Die ist richtig, die ist viel stärker als HRM9, als Well. Also, das Ding ist halt, wenn du zu lange schießt, verzieht die von alleine so extrem nach oben. Aber es liegt dann in der Aufsicht, glaube ich, die drauf habe. Ey, da kommt jetzt ganz viel rein, Long. Kommen welche? Ja, da kommen nee, das oh, viele rein. Alle tot. Ne, das mit der Minigun geht, glaube ich, nicht mehr vom Juggernaut. Oh, okay. Ja, krass. Dieser Mangler, der hier alle verprügelt. Spielst du sie gerade aus der taktischen Haltung, Marcel? Nee, aber taktisch ist sie besser als ja, ZV. Ja, ist sie gut. Spaß. Mit Laser ist echt gut. Ich spiele den Zombie meistens taktisch. Macht viel mehr Bock. Schon wieder Bloodburner, mein Gott. Ja, Mann. Alter, ich hab durch. Ist das eklig. Mann, schon wieder Munition. Ja, dreimal Scheiße zum Mitnehmen, kommt sofort. Ach Mann. Ursexamen Versänger rumfliegen. Geil. Das wär's. Ja, das war mal so mit der Minigun. Das ging. Das ging mal. Ach man, das backt halt wieder, ne, an dem Ding. Ja. Also. Jawohl, legendäres Ether-Werkzeug immerhin. Ich hab einfach noch einen Blackburner-Schlüssel gekriegt, Alter. Geil. Ich hab schon wieder dreimal Money bekommen. Was? Jetzt. So, wer will, kann abgeben, wer braucht. Das ist ja egal, wenn du brauchst. Nicht, aber ne, brauch eigentlich auch nicht. Ja, warte. Ich brauch noch ein paar. Also ich würde sagen, gönn. Ich blick hier einfach mal hin. Ja, jawohl. Ja, ist gerade. Boah, irgendwas muss ich rausschmeißen, hier, Selfie. So, danke. Alte Selfie sind immer noch nützlicher wie der Bloodburner. Ja. Obwohl du es nicht mal mit rausnehmen kannst. Jo, habe ich gesehen, habe ich angenommen. Moin Unichan. Was es diese Woche zum Freischalten gibt? Gute Frage. Einen Schaft. Oh, ich gehe schon mal raus. Ein Schaft, aber für welche Waffe kann ich leider jetzt nicht sagen. Was? Halb zwölf schon? Ja, Mann. Ich bin auch fett raus, ha? Du bist raus? Ja, auf jeden, ey. Ohne Ranked? Nee, ja. 1-0 gewonnen. Was sagst du? Nee. Ich bin auch super müde, ne? Ich muss die Hunde rauslassen und ich muss gleich noch ein Auto mieten für morgen. Also einen Transporter.
Aber muss ich mir merken, ey. Das sind die drei Waffenhäuser, waren die besten Waffen überhaupt. Ehrlich. Das ist heftig. Ah, ja, die haben Spaß gemacht, muss man sagen. Wochenaufgabe. Ein Schaft kann man freischalten. Bei Zombies, was kann man denn da machen? Erreiche mit einer empfohlenen MP 20 mal 5 schnelle Abschüsse. Aha. Habe ich das nicht die ganze Zeit gemacht? Erreiche 10 Mangler-Abschüsse mit einer empfohlenen Waffe. Ah, ja, gut, das war keine empfohlene Waffe. 50 Höhenhund-Abschüsse mit einer empfohlenen Waffe. 5 mal 100 Abschüsse in einem Einsatz. 200 Feuerschadenabschüsse mit einer empfohlenen MP, 150 kritische Abschüsse mit einer empfohlenen Pistole. Ja. Stimmt, wir haben doch ganze Zeit MP gespielt. Ach, eine empfohlene MP. Empfohlene, ja, habe ich auch. Ist mir auch gerade aufgefallen. Da ist der Fehler, genau. Ah, da wäre ich längst fertig. Oh nee. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Battle Royale. Ja. Die Tarnung sieht gar nicht mal so schlecht aus. Welche? Die es gibt nach den 8 Wochen. Ne, die ist sogar animiert. Ach, die ist sogar animiert. Kann man sich das irgendwo genauer anschauen? Ja, kann man. Wenn du drauf bist. Ja, sieht cool aus. Hat was. Was hat was? Das passt gerade zu meiner ISO. Sieht gut aus. So. Ja, dann. Oh, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt noch eine Runde mache oder eben nicht. Aber ich habe jetzt gerade so gute Items, die brauche ich eigentlich. Oh, ja, das wollte ich nicht. Ja, egal, doch, mache ich. Kann ich nicht Pub 3 wieder herstellen? Erstmal alles herstellen, was man so herstellen kann. Tauschen. Stören, tauschen. Oh, wobei, das kann drin bleiben. Das tausche ich. Das bleibt drinne. Das zerstöre ich. Das lasse ich drinne. Das tausche ich. Zerstören. Jo. Wunderwaffe, Wehrsänger. Ja, und jetzt dauert das wieder ein paar. 14 Stunden, ey. Krass. Diese Abklickzeiten, die sind ja heftig. Ja, hast du schon erwähnt, Adler, ne? Also, sieht wirklich richtig geil aus. Ich feiere das richtig. So, my friends, ich bin jetzt nochmal weg. Jo, alles klar. Wir hören uns. Bis dann, wir hören uns. Ciao, rein. Ich habe aber trotzdem Bock auf Ranked. Oder willst du eine Runde Rauch spielen? Ja, können wir auch machen. Außer der gegen Vierer. Außer der Dingens, der ist auch noch dabei. Ja, ich gehe einfach mal rein, mal gucken. Da. Also, warte, ja, dann schiebe ich den mal nach oben. Cetan, danke dir für dein Follow. 3K, du kriegst beide. Cheech und Chong kriegst du. 3000 CP. Finde ich das hier. Moin. Mahlzeit. Wo finde ich das Event denn hier? Warum sehe ich das nie? Ach, jetzt sehe ich es. Blind. Mit oder ohne? Was denn? Wow. Mit? Was? Mit oder ohne? Wo waren wir gestern unterwegs? Oder? Wo wir gestern unterwegs waren? Prison? Ja, am Abend. Wo waren wir am Abend unterwegs? Wo ich nächstes Mal in Urlaub flieg. Ja. Nach Kairo. Kairo. Keine Ahnung. Aber es besser aussieht. Ab. Das machen wir dran. Fertig. Ruft mal so, das. Jo. So. Willst du wieder auf Verstehung mitspielen?
Klar, von mir aus. Okay, gut. Dann. Wieder eine Runde Zombies. Wie ihr wollt, mir egal. Ja, Wiederauferstehung hört sich ganz gut an. Wenn man so lange hintereinander Zombies spielt, braucht man irgendwann Abwechslung. Ja, das holt man in erster Runde. Deswegen. Ah, okay. Ja, gut. Ja, dann wird das jetzt die bessere Runde werden. Hoffe ich mal. Ja, definitiv. Das ist eigentlich relativ easy. Einfach nur die ganze Zeit Prison. Ja, normalerweise spiele ich kein Warzone. Normalerweise nur Multiplayer und Zombies halt, ne? Ja. Ja, das können wir hin. Kriegen ja noch einen. Achso, hast du Trupfeln ausgemacht? Du bist der Führer. Achso, ja, dann weiß ich es nicht. Frag mich. Wir haben jetzt aber keinen dritten sowieso. Ja, ich weiß. Habe ich jetzt auch gemerkt. Du musst. Ja, ich habe halt manchmal einen geistigen Aussetzer. Was soll ich sagen? Was? Übrigens, Allah, das ist die BP-50, die du mir gesendet hast. Die ist richtig gut. Mit der spiele ich wirklich sehr gerne. Was mir aber so ein bisschen fehlt, ist, ich habe das bei der MTZ beispielsweise, konnte ich die Gegner besser in der Luft verfolgen, weiß ja, ich nicht. Ja, hier, das hier. Das hier ist die neue. Das Ding ist brutal. Ist was für ist Nahkampf das? Und fern. Mit Blackout. Welche ist denn das? Welche ist das? MCW oder wie heißt das? MCW? Okay. Oder MTZ 556? Nee, MCW. Alter, das Ding ist nicht normal. Das kannst du als Close, Mittel und Lang nehmen. Das ist jetzt mein Sniper-Support. Okay. Ich habe eine andere Waffe noch gesehen. Ich glaube, das war die MTZ mit Umbau-Kit für Close Range. Die sollen momentan auch wohl in sein. Da landen wir mal Prison. Machen wir eine schöne Abschlussrunde. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, was wir für einen Platz gleich haben. Das sieht so geil aus. Ach, scheiße, ich wollte einen Screenshot machen. Verpasst. Na, da, wo ich markiert habe, wollen wir hin? Ja, genau, aber oben auf dem Dach. Alles klar. Oh, Pumpe. Pumpe? Jo, Heimecker. Hier direkt vor mir. Keine Waffe, keine Waffe. Nimm du. Also, wenn du scheiße. Für den K.O. kloppen. Keine ey, du hast ja noch 5 Schüsse oder was? Ja, wie ist das denn? You big fat phone prick! Was im Voice-Chat hier abgeht. Y'a du monde en haut. Y'a un gars, il était devant moi, j'y suis tombé. Oh, und die denn? Wo waren. Jetzt, 3 Leute auf einmal bei mir drin. Oh, Fizz ist auch down. Jetzt muss ich warten. Ja, wird er mich denn gerade geschafft? Wie er mich mit der Heim. Never ever. Ah, okay, er hat. Der hat gefunden. Sag mal, du musst warten. Achso. Ja. Ja, der ist durch den Dingens gekommen. Mit der Heimhacker einmal in die Fresse geballert. Einmal, ein Schuss war das jetzt. Ich treffe mit der Heimhacker, sind die bei mir nicht sofort tot. Nee, bei mir auch nicht. Also. Ich brauche 3 Hits, bis die Shieldbreaks sind. Ich war jetzt gerade One-Hit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich keine Platten drin hatte oder sowas. Ja, egal. Nochmal. Das wäre aber auch immer mit so Assi-Waffen, ne? Ob Lockwood oder Haymaker. Warum nicht ein Sturmgewehr mal? Die WSP, die ist auch für die Tonne, finde ich. RAM 9 spiele ich immer, wenn ich das spiele. RAM 9? Mhm. Ja, wobei die auch wenig Schaden macht, ne? RAM 9 und BP50 habe ich bei mir ausgerüstet. Ja, BP50 ist gut, die spiele ich auch.
Schön. MCW ist das mit einem Umbau-Kit. Ja, MCW. Mhm. Die scheppert ordentlich. Macht doch richtig Spaß. Rüsten. Ja, kann ich theoretisch auch spielen. Ja. Blockiert. Na genau, die 40 Schussmagazin drauf. Die Blackout Muni. Start den Schaft, machst du weg. Den Schaft weg. Mündung machst du den 1035er. Ja, Blackout hohe Körnung. Blackout Muni. Ja, ja. Nein, das Magazin hat schon Blackout Muni drinnen. Kein extra Magazin. Hä? Extra, ich auch noch der extra Muni muss raus. Ich hab das jetzt. Das extra, ja, extra Muni muss raus. Ja, okay, da habe ich das falsch verstanden. Weil das Magazin, was du reinmachst, hat schon 11% Paketverlust. Das Magazin allein hat schon die 300 da Blackout drin. Da hast du nochmal einen Slot. Was ist denn, wenn man das oben drauf noch packt? Ist das dann mehr? Das will ich nicht. Extrem am Lecken bei mir. Aber kannst du neu suchen? Neu suchen? Ja, wir haben beide 10% Paketverlust. Okay. Ja, und einen extrem schlechten Ping, den habe ich normal nie. Und warum war das so krass? Ich guck ja, bei dir krasse im Lobby Stream. Ich guck bei dir im Stream, hast du blauen Himmel, Sonnenschein, bei mir war komplett alles vernebelt. Kann ich die Waffe eben zu Ende fertig machen hier? Da wird wahrscheinlich auch die Zen drauf kommen. Genau, Zen 35. Langer Lauf, 40 Schuss. Spielst du mit Visier oder ohne? Mit dem Glasvisier haust du drauf. Okay. Ja, ich hätte sogar. Ja, okay, ich dann probier's mal aus. Dann haust du den Lauf runter. Den brauchst du nicht. Ja, wahrscheinlich Unterlauf dann, ne? Und Unterlauf machst du den F-Tag MSP 98. Diesen kleinen, der ganz am Anfang jo. Ist. Das ist es. Ja, Mann. Okay. Dann schauen wir mal. Mache ich das mal zu meiner Favorite-Klasse. Dann probieren wir das gleich mal aus. Ah, warte mal. Das ist für Close Range, ne? Oder nutzt du es für beides? Für beides. Okay. Aber in der Sniper. Das ist ein cooler Sniper-Support auch. Jo. Namen Tal Kogen. Jo, ganz gut. Und ihr? Mal, wo ist denn der Twitch-Chat hin? Da. Bis am Wochenende wieder live? Nee, leider nicht. Ich bin jetzt komplett am Wochenende arbeiten. Nachtschicht. Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin erst am Montag um 20 Uhr wieder online. Beziehungsweise live. Videos kommen aber trotzdem. Wenn nichts dazwischen kommt. Weil jetzt ist aktuell bei mir so die Phase, wo jetzt die ganzen fetten, großen Möbel und so was drüber müssen. Und jetzt so kleinen Scheiß gemacht werden muss. Und wie gesagt, mein Gaming Room haben wir noch gar nicht angefangen. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Da muss ich jetzt, wenn ich Urlaub habe, erstmal Besorgung machen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den Tisch hier nehme, den ich jetzt hier habe, ob ich mir einen neuen Tisch hole und. Ich muss noch eine Wand ziehen. Ja, einiges zu tun, ne? Was? In Berlin ist ja einer von denen aufs Auto gescheppert. Ja, gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber wenn's... Aber knallt trotzdem eine Porte, ne? Wenn es sie auszahlen lässt. Außer der Ali ist hier hinten reingeschäppert. Ja, dann reparieren seine Cousins sein Auto. Das steht schon mal fest. Einer repariert da keine. Ja, sagst du, ich will Geld, dann steht Cousin und noch Cousin und Cousin vor der Tür. Ja. Einer von den Remus ist hier hinten raufgefahren. Ja, da wird nichts mehr gezahlt. Nee, da kannst du ihnen dafür Geld zahlen. Zombies spielen oder? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin für Zombies, glaube ich, raus. Das spielt für mich. Also mir fehlt noch nimmer leeres Magazin, fehlt mir noch. Sonst habe ich eigentlich alles. Nimmer leeres Magazin?
Als Bauplan oder? Als Bauplan, genau. Ey, davor kein Paketverlust, jetzt auf einmal wieder Paketverlust, egal. Nee, Paketverlust habe ich gerade nicht. Rein da. Bis bei uns auf dem. Ja. Was wollte ich denn jetzt fragen? Bin ich behindert oder was? An mich oder was? Ja, alles gut. Ich spreche dich aus. Ich wollte gerade. Ja, nee. Oder? Boah, ich wollte. Ja, genau. Ich wollte dich fragen, ob du schon mal aus auf dem Discord bist. Das ist so behindert. Frag ihn nochmal. Also, ich bin hier. Ach, Mann. Boah, schon wieder so Scheißwaffe. Was ist jetzt los? Bring hier irgendwo Waffen. Nein! Ah, fuck. Da oben? Ist noch einer drin gewesen im Haus? Ja, moin. Oh Gott, direkt auf uns. Oh, hinter uns kommt wieder einer hoch. Keine Munition mehr für die Heimecker. Ja, das ist. Noch einer. Wir gehen alle wieder zu euch. Ach du Scheiße, die kommen. Einer finish. Noch einer. Du musst aus der taktischen Haltung schießen, da macht das Schäferze irgendwie. Oben. PC von mir. Der kann raus. I got, was he did? Einen habe ich. Weitmappe. Ein rennt da. Ah, runtergesprungen, da, oben, also weiter rechts. Ja. Nein! Ah, fuck. Nein! Warum konnte ich. Also. Ich hab geschossen und ist nichts passiert. Ah, hat er mich so schnell down gehabt. Auf dem Dach sind nicht auf welche. Ja, da habe ich so andere Erfahrungen gemacht, weil du hier ganz gut mit der Zone rotieren kannst, hier oben. Und wenn du Highground hast, hast du einfach gewonnen. Ja, diese Map habe ich leider auch noch nicht gespielt. Die alte habe ich vorher immer viel gespielt. Hat er ein Glück gehabt. Oh, 13. Ach komm, ey. Bitte ja down. Oh. Ach, das sind ja auf jeden Fall mindestens zwei noch, die ich gerade gesehen habe. Und wieder vorbei, oder? Fizi kommt noch rein? Nee, bei mir steht, nächster Spieler wird geladen. Es war eine Sekunde. Eine Sekunde hätte ich noch überleben müssen. Ne, ist vorbei. Warum wird mir das nicht angezeigt? Die sind zu viel. Ich wollte gerade sagen, die sind zu viert. Ja, die haben natürlich alle einen Vorteil, ne? Ja. Ist auch nicht mehr im Leben, oder? Nee, nein. Keiner. Oh, ja, ich merke schon. Konzentration lässt nach. Ja. Na, dann komm. Oh. Schickt im Schacht. Ja. Aber für Zombies, ich weiß nicht, ja, nur nimm mal leeres Magazin, fehlt mir noch, sonst hab ich eigentlich alles. Ich hab mich eben auch schon ausgerüstet, aber ich dachte, bevor ich im Discord war. Ja. War ich. Und deswegen dachte ich, dass wir eine Runde Zombies spielen. Ja, ich wollte tatsächlich da einmal, eigentlich schon da aufhören. Boah, Zombies, jetzt noch eine Runde, ey. Das zieht sich dann nochmal. Nee, ich muss morgen arbeiten für mich. Ja, ich muss auch. Leider. Ja, nee, ich bin auch raus. Das können wir auf jeden Fall, also gerne ein anderes Mal machen noch. Ja, komm, da bin ich auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall dabei dann. Ja. Jo. Gut, Leute. Das soll es also gewesen sein. Gute Waffen dabei gehabt. Drei neue MPs, die wirklich, also die besten drei eigentlich. Außer es gibt jetzt noch andere MPs. Das müssen wir auf jeden Fall noch herausfinden und testen. Und VR11 habt ihr gesehen. Dazu kommt aber noch ein Video. Das zeige ich euch, wie das mit der VR11 geht. Wie ihr, die VR11 auf PUB 4 in Anführungszeichen punchen könnt. Ist ein kleiner Trick dabei. Und dann habt ihr ja gerade gesehen, Megascheusal, Roter Wurm.
ultra OP, richtig geil. Ja, gut. Demnach, ich bin, wie gesagt, jetzt am Wochenende leider arbeiten, Nachtschicht, das ganze Wochenende, 12 Stunden. Heißt also, ich bin am Montag um 20 Uhr wieder am Start, aber ihr hört von mir, ihr bekommt Videos, Insta-Stories und ja, dementsprechend, wer es noch nicht gemacht hat, noch gerne ein Like und ein Abo da lassen und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und bis spätestens Montag im Livestream um 20 Uhr. Haut rein.